So, gibst du auch irgendwas, sonst würde ich jetzt einfach. Wie lange machen wir ungefähr? Kurz Ach fragen. so, Oh, bei mir klingelt Telefon. Warte mal, ich sag mal kurz ab. Ich hatte jetzt so vermutet, dass wir so uns gegen so ein Stündchen bewegen oder Ja, so. okay. Ja, gut, erfahrungsgemäß haben wir dann eh mehr zu sagen. Ja. Jenseits aller Vorstellungskraft existiert ein Ort der Dunkelheit, an welchem eine ewige, schreckensfinstere Nacht als pechschwarzes Meer alles Denkbare und Undenkbare Unheil verbirgt. Auf dem Grunde dieses Meeres lauern Kreaturen, die bereits nur gedacht den Verstand eines Menschen verwelken lassen. Und auf den Wellen tanzen Albträume, welche niemanden ruhen lassen, der ihres Anblicks wegen verstarb. Dieses finstere Meer folgt den natürlichen Gezeiten von Ebbe und Flut. Zweimal im Jahr, zur Walpurgisnacht und zu Halloween, trägt die Flut ihr Unheil in die Welt und lässt allen bösen Dingen ihren freien Lauf. Doch du kannst diese Dinge nicht sehen, sie nicht schmecken. Nur hören kannst du sie. Mittels RSS-Feed über dein Podcast-Abo bei den Gänsehautwochen. Absolut. Hallo zurück zum Sovi-Stammtisch. Wir haben uns heute zusammengesetzt und wir wollen aus Anlass der Gruselnächte. Gänsehautnächte. Ja, Gänsehautnächte. Ach, das ist ja Gänsehaut der ersten traditionellen Gänsehautnächte. So, haben wir uns ein Thema überlegt und zwar reden wir, und das ist das Besondere, nicht nur wir, sondern auch viele verschiedene andere Podcaster und Podcasterinnen reden über Hexen. Und wir haben uns in dem Fall dafür Verstärkung geholt, und zwar den Mirko oder besser bekannt als der Butler. Einen zauberhaften guten Abend. Und genau, seine Internetauftritte www.dasgeheimkabinett.de und angegraben.de, die René wahrscheinlich freundlicherweise einfach unten verlinken wird, so sich, dass Yep. sich das niemand richtig merken muss. Und René ist auch da. Hallo. Und natürlich Doktor Alexander. Ich begrüße euch aufs Herzlichste. Genau. Ich will diesmal auch kurz mit einem Zitat reingehen, weil ich das ganz witzig fand. Und zwar ist das von Heinrich Heine. Und der hat geschrieben, die Fee Morgana, sie würde sich erschrecken, wenn sie etwa einer deutschen Hexe begegnete, die nackt mit Salben beschmiert und auf einem Besenstiel nach dem Brocken reitet. Und ich finde, da steckt so diese Ambivalenz drinne, die Ah, Hexen. Moment, wir heißen gar nicht Gänsehautnächte, sondern Gänsehautwochen. Okay. Gänsehautnächte ist das ZDF. Oh. Nur so am Rand. Die Nicht, Gänsehautwochen. dass wir da Da ich die verklagen. selbst aufgesetzt habe, die Ganze Seite, hätte Wochen ich eigentlich wissen Gänsehaut. sollen, aber ich habe es. Okay, Das ich bin war wieder viel ruhig. Gänsehaut, oder? Die ganze Ja, Woche. aber ganz im Ernst, es wird doch niemand nach dem gehen, was er hier hört, wenn unten ein Link steht, wo man draufklicken kann. Sag das nicht, Das sag das nicht. Also es gibt ja durchaus Podcatcher, wo du keinen Text empfangen kannst. Und dann Oh. sucht man doch Jetzt. anschließend. Also vielleicht sollte man es nochmal nachsagen. Es sind die Gänsehautwochen. .wordpress.com haben wir noch keine, weiß ich noch nicht, ob ich die als DE-Adresse. Aber Gänsehautwochen bei Google und dann kommt man drauf. Ja, beziehungsweise, nee, das ist alles schon entschieden, weil das ist live. Wir machen das hier live. Das Ja, das ist, stimmt auch wieder. wir nehmen es am Tag auf, wo es, in der Sekunde, wo es gesendet wird, Am nehmen wir Tag, es in der auf. Nacht. Wir sitzen hier zur Mitternacht natürlich. Genau, ja. Ja, genau, Hexen. Worum ging's? Du warst Genau, beim die Zitat. Walpurgisnacht, wo die Hexen Aber ich will frei. auch gleich, ich meine, jetzt ist ja schon alles chaotisch. Wir müssen natürlich, ich meine, wir haben uns da ja selbst wieder Fettnäpfchen aufgestellt. Eine Hexe ist ja ein ganz schwieriges Thema. Also Fettnäpfchen, du hast ja vorhin schon die mit Salben eingeschmierte Hexe Genau. erwähnt, aber gibt natürlich jetzt auch für uns die Fettnäpfchen. Denn Simone de Beauvoir hat ja gesagt, das abgegriffene Vokabular der Feuilletonromane, in denen die Frau als Hexe, als Zauberin beschrieben wird, die den Mann anlockt und aussaugt, spiegelt den ältesten und verbreitetsten aller Mythen wider. Und zwar ein Mythos, der eben diese schändliche Degradierung der Frau
zum Ausdruck bringt und stabilisiert und über die Jahrtausende hinweg bis auf den heutigen Tag reproduziert. Also müssen wir sehr vorsichtig sein. Sie hat auch gesagt, soweit ich weiß, die Hexen wurden verbrannt, weil sie so schön waren. Hat sie gesagt. Ja, für einige stimmt das auch. Ja, das, darauf hat auch Friedrich Spee hingewiesen schon. Der hat beklagt, dass eine Frau, die überhaupt nicht, ich glaube in Köln war das, also sich überhaupt nicht zu Schulden kommen hat lassen, nur irgendjemand einen Tee gekocht hat, der danach Magenkrämpfe bekommen hat. Dass die also qualvoll gefoltert wurde. Die wurden ja dann 4-5 Mal hintereinander gefoltert, aber bis zuletzt nicht gestanden hat. Das ist eben eine Besonderheit gewesen in diesem Fall. Mhm. Und was insofern ja auch damals rechtstheoretisch von entscheidender Bedeutung war, weil das Geständnis fehlt und sie deshalb eigentlich hätte gar nicht hingerichtet werden dürfen und sonst es auch keine Beweise für ihr Hexensein gegeben hat. Also das war eigentlich ein klarer ein Verstoß gegen das damals schon geltende Recht. Mhm. Weil manchmal klauen die auch Penisse. Das habe ich auf der Webseite vom Butler gelesen. Ja, das habe ich auch gehört, ja. Kannst du das nochmal irgendwie Das kann ich gerne mal wiederholen. Ich habe das nicht mehr richtig in Erinnerung. Kommt jetzt aus einer der Weil ich weiß nur noch, dafür darf man sie verbrennen, für solche schlimmen Sachen, die sie da wurden treiben. Tatsächlich auch zwei verbrannt. Das Ganze geht zurück auf eine Geschichte, die sich im Hexenhammer wiederfindet, also diesem Handbuch für angehende Hexenjäger, die Heinrich Kramer, genannt Institoris, ja Ende des 15. Jahrhunderts geschrieben hat, ich glaube 1487, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die der er ja so versucht, quasi auf wissenschaftlicher Grundlage mit dem Hexenphänomen, das damals im Entstehen war, umzugehen und dort eine Anleitung zu geben, wie man Hexen findet, was Hexen machen, wie man Hexen erkennt, was man gegen Hexen tut. Und er bringt dort auch Anekdoten unter, viele Anekdoten. Und darunter sind eben auch etwas merkwürdige Anekdoten, wie zum Beispiel diese Geschichte vom Penisraub durch Hexen. Also er berichtet da, das gäbe wohl die verbreitete Legende, Geschichte oder verbreitete Erzählung, also die offenbar sich für wahr erachtet, dass Hexen Männern die Penisse rauben und sie dann in großen Bäumen in Vogelnestern verstecken. Und da gibt da gleich mehrere Geschichten der Art zum Besten, in der es dann auch in einer Geschichte dann ein Mann eben auch sein bestes Stück vermisst. Also hat es offenbar erst am nächsten Morgen gemerkt, dass da irgendwas abhanden gekommen ist. Und bekommt dann den Tipp, er soll doch bei der Hexe nachfragen, die könnte da wissen, wo das gewesen ist. Und das ist ganz typisch bei Hexengeschichten, dass da erstmal Gewalt angedroht werden muss. Und wenn die Hexe dann klein beigibt, dann verrät sie auch, wie man quasi gegen diesen Zauber wieder wirken kann. Und sie verrät, dass es wohl in einem Baum eben diese Vogelnester gibt und er soll sich doch bitte da oben eins wieder rausholen. Da seien die ganzen drin. Er steigt nach oben und sucht sich einen der größten aus. Das ist offensichtlich bei Männern immer noch schon damals irgendwie ein Problem gewesen. Ach, der hat die dort wiedergefunden. Hat sie dort wiedergefunden, will sich eben den größten nehmen, dann ruft die Hexe von unten rauf. Nee, nimm den nicht, der gehört dem Dorfpfarrer. Also man merkt, das Ganze ist so ein bisschen irgendwie eigentlich ein Schwank, der sich da drin versteckt. Das ist eigentlich keine richtige Hexengeschichte, aber sowas findet sich dann bei Heinrich Institoris ab und an auch mal im Hexenhammer. Also trotz, dass es eigentlich mit eines der schlimmsten Bücher der Geschichte ist, der ja wirklich viele, viele, viele schlimme Dinge zu verantworten hat dadurch, sind da auch Witze drin, nicht? Also manchmal ist es ein bisschen merkwürdig. Was ich mich jetzt da gerade frage, also du sagtest ja, dass aufgrund des Penisdiebstahls auch Hexen, also Frauen für Hexen anerkannt wurden und dann auch hingerichtet wurden? Genau, da gibt es einen Fall in Schottland, da sind zwei Frauen angeklagt worden, sie hätten Männern die Männlichkeit geraubt. Da ist jetzt von diesem Baum nicht die Rede, aber da wird also auch vermutet, die hätten etwas mit den Erektionsschwierigkeiten wahrscheinlich der Männer zu tun gehabt. Da geht es tatsächlich aber es wird dann wird eben erzählt, als ob man den Männern tatsächlich die Organe geklaut hätte. Vermutlich ist das eher ein Terminus technicus als ein tatsächlicher vermutete reale Geschichte, die also da passiert. Aber dennoch wurden die beiden Frauen verurteilt und dann in Edinburgh verbrannt. Gut, damit hat sich meine Frage dann erledigt, weil ich meine, einer Geschichte, da kann man noch
kann man noch verstehen, wie so etwas halt als Schwank erfunden werden kann, der ganz lustig sein könnte. Bloß mir war völlig rätselhaft, wie Penisdiebstahl wirklich behandelt, also juristisch behandelt werden kann, wie man sich denn sowas vorzustellen hat, dass dann Männer glauben, sie hätten ihren Penis verloren. Aber ja, okay. Ich glaube, das lässt sich ja wirklich gut einordnen in das, was Simone de Beauvoir sagt. Ne? Also genau, also in diesem einen Buch, ne? La Deuxième Sexe, Le Deuxième Sexe, entschuldige, also das andere Geschlecht auf Deutsch, Ende der 40er Jahre erschienen. Und sie deutet ja diese Hexenfigur so, dass die Männer darin eben dasjenige befürchten, was sie eben den Frauen dann auch ja zur Last legen, ne? Dass sie, dass die Frauen die Männer damit auf das Körperliche und auf das Animalische und Natürliche zurückwerfen, ne? Dass die Männer ein Selbstbild haben, das an der Transzendenz orientiert ist, also an irgendetwas Höherem, an höheren Gemeinschaftsidealen, und die Frau sie dann als etwas ansehen, also die Hexe, ne, die Hexe, die dann ein Bild für die Frau überhaupt ist, als etwas ansehen, dass sie eben aus diesen höheren Sphären in die Niederungen ja ihres Genitalbereichs dann immer wieder zerrt und dort eben auch manchmal festhält. Also deshalb ist dieses Beispiel von den gestohlenen Penissen, die dann in Vogelnester gefangen gehalten werden, schon ganz symptomatisch, denke ich, für die Weise, wie eben Männer auch Frauen gesehen haben und welche Ängste sie den Frauen entgegengebracht haben. Allerdings muss man natürlich sagen, dass das nur ein ganz kleiner Aspekt ist im Hexenhammer. Also da geht es meistens ja doch um ganz andere Dinge noch. Also Verwandlung in Katzen und Reiten auf Besenstielen und Ähnlichem. Weil natürlich das Reiten auf Besenstielen eigentlich auch ein erotisches Motiv ist. Das hängt ja auch mit da. Aber das geht dann wieder in dieselbe Richtung. Ne? Da ist wieder die Erotik. Die Hexen sind nackt, die konfrontieren. Genau. Mit einer Nacktheit gibt es auch in, wo ist das denn? Ich glaube in Leipzig ein schönes Bild, fällt mir jetzt ein, einer Hexe, auch aus dieser Zeit, aus dem 15. Jahrhundert, glaube ich. Wahrscheinlich Grünewald, ne? Also es gibt von Grünewald gibt es sehr, sehr interessante Hexendarstellungen, die auch so ein bisschen symptomatisch sind, also so laszive Weiber, die sich dann dahin recken, nackt natürlich, was übrigens damals ein relativ seltenes Kunstmotiv ist. Also wenn man schaut, werden eigentlich nur nackt dargestellt, also quasi antike Figuren, so Quellnymphen, Göttinnen, natürlich Venus, und dann eben auch die Hexen, nicht? Also das ist auch interessant. Ja. Also es hat offensichtlich mit diesem sexuellen Motiv viel zu tun. Oh, ja, oh, da habe ich aber auch, schöne Zitate, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit warten. wolltest du noch was sagen? Nein, ich gucke mir gerade die Hexen an, die nackten Hexen. Die muss ich mal so, wo habe ich die das denn aufgeschrieben? Da geht schon ganz schön zur Sache, das stimmt, das sind schon sehr, sehr moderne. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, wie gesagt. Also solche Darstellungen, das ist schon sehr überbordend für damalige Zeit. Wenn man bedenkt, dass im 16. Jahrhundert wohl man als normaler Mann kaum jemals eine Frau nackt gesehen hat, nicht mal die eigene Ehefrau, nicht? Das ist eher ungewöhnlich. Da drehen Männer durch, wenn die lange Frauen sehen. Da drehen die offensichtlich durch, ja. Ich meine, da können wir auch dazu kommen, diese Hexenprozesse. Da gehört ja unter anderem später auch dazu, dass die Hexe die vermeintliche Hexe nach körperlichen Merkmalen durchsucht wird. Und man zieht sie dafür natürlich komplett aus. Und das ist für die Männer der Zeit, das wird öffentlich gemacht, nicht? Sodass die Männer quasi da zum ersten Mal auch eine nackte Frau sehen können, quasi, nicht? Also, ach so, deshalb waren die so beliebt, die Hexenprozesse. Ja, tatsächlich. Also da hat auch mit zu tun. Ja. Also man sucht nach körperlichen Merkmalen, die auf Teufelsbuhlschaft, da hat man auch wieder ein sexuelles Motiv. Also die Hexen sind ja deswegen Hexen, haben deswegen die Kräfte, weil sie sich mit dem Teufel eingelassen haben. Und das machen sie insbesondere dadurch, dass sie sich mit dem Teufel vereinigen und dadurch aber auch ein Mal aufgedrückt bekommen vom Teufel. Also dann solche Dinge wie die dritte Brustwarze oder ähnliche Dinge, die dann wiederum als Zeichen für die nach Hexen Suchenden gedeutet werden können. Das ist ganz schlimm natürlich für die Menschen, die tatsächlich dann durchsucht worden sind und dann aufgrund normaler körperlicher Anomalien diese Dinge dann auch vorgewiesen haben und dadurch dann auch quasi ein Grund gefunden wurde, um sie zu Tode zu bringen.
Also damals, also nach Simone de Beauvoir ist das eben so, dass ne, dann die Hexen im Gegenzug dann wieder diesem Naturbereich zugeordnet werden und aus der Gesellschaft ausdrücklich ausgestoßen werden. Ne? Dadurch, dass sie eben bloßgestellt sind, das war ja eben im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit. Wir sind ja in der frühen Neuzeit, muss man auch betonen, das ist ja ein Klischee, dass man immer sagt, die Hexenverbrennungen haben im Mittelalter stattgefunden. Das ist ja Blödsinn, die haben ja vor allem dann im 15. bis 17. Jahrhundert stattgefunden. Genau, eigentlich fängt es an im 15. Jahrhundert mit einer päpstlichen Bulle, die quasi voraussetzt, dass es Hexen gibt und dass man sie eben verfolgen muss. Dann kommt natürlich hinzu, dass Martin Luthers Bibelübersetzung dann auch dieses alte mosaische Gesetz, du sollst die Zauberin nicht am Leben lassen, mit du sollst die Hexe nicht am Leben lassen, übersetzt hat. Und das führt natürlich auch mal dazu, dass gerade in protestantischen Gebieten und später natürlich dann auch katholischen Gebieten sich diese Vorstellung weiter auch tradieren. In der Bibel, die Zauberin im Hebräischen, soweit ich weiß, ist das ja für beide Geschlechter, Zauber und Zauberin. Und im Lateinischen wurde es dann Vulgata weiblich und das wurde denen dann, also eine Übersetzung wurde denen dann auch zum Verhängnis. Ja, aber wenn man danach geht. Ja gut, aber ich würde auch da vermuten, dass die das nicht zufällig als weiblich übersetzt haben, sondern also, dass das Verhängnis, dass sie dann reinkam, auch der Grund war, warum es denn als weiblich übersetzt wurde, also nicht in Form eines bewussten Prozesses, dass da jetzt ja jemand sagt, okay, ich übersetze das jetzt als weiblich, weil ich will Frauen verfolgen, sondern dass es einer damaligen Geisteshaltung einer patriarchalen Gesellschaft einfach so entsprang, dass das natürlich weiblich übersetzt. Ja, natürlich, weil die. Das hat schon tiefere historische Gründe. Also die Reformation hat ja dann auch wirklich einen Kulturkampf initiiert, ne? Also teilweise auch einen Bildersturm, nicht überall. Luther war da ja meines Wissens, aber da weiß Mirko der Butler wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Also er war ja da eher zurückhaltend, aber andere wie Zwingli und Calvin, die waren ja da ziemlich radikal und die haben sich dann auch, also jetzt abgesehen von den Hexen, also die haben natürlich auch was gegen Hexen gehabt und Hexenverbrennung dann auch befördert, gerade der Protestantismus, also da ist jetzt zur Abwechslung mal nicht nur der Katholizismus an den Pranger zu stellen aus heutiger Perspektive, sondern die haben ja auch gewettert überhaupt gegen Kunst und gegen Kunst der damaligen Zeit, so im 15. Jahrhundert, sieht man das schon, dass die Kunst ziemlich erotisch auch wird. Eben da treten ja die nackten Frauen auf, wenn man auch an Cranach denkt, der dann sowohl für katholische Kundschaft als auch für protestantische Kundschaft im Übrigen gearbeitet hat, selbst aber im Protestant war und ja auch mit Luther persönlich bekannt war. Man hat also Zwingli zum Beispiel, ne, der hat auch die heiligen Darstellungen in den Kirchen angeprangert. Da schreibt er zum Beispiel, hie starrt ein Magdalena, so hürisch gemalet, dass auch alle Pfaffen je und je gesprochen haben, wie könnt einer hie andächtig sin Messe haben, also wie kann einer ne, bei einer solchen Halbnacktheit hier die Messe halten, ne, vor einer solchen Frau und so weiter. Und da wird ein Sebastian und ein Mauritius als jünkerisch, kriegisch, kupplig bezeichnet, also als junkerhaft, als so aristokratisch, ne, kriegerisch und ja, kupplig heißt liebreizend, dass die Weiber davon haben zu beichten gehabt. Also, dass die Weiber davon beichten mussten, ne, dass sie den angeschaut haben. Und in der Tat, ne, also der heilige Sebastian ist ja Schutzpatron der Homosexuellen. Ich glaube nicht, dass das mit der Segnung des Papstes so beschlossen wurde, aber dass der ist eben sehr erotisch wirklich dargestellt. Das kann man schon, also da, und diese Unzufriedenheit, dieses Unwohlsein angesichts nackter Körper, muss man, glaube ich, schon auch im größeren Zusammenhang sehen. Das ist jetzt nicht nur eine Frage der allgemein der Rolle der Frau, die hat sich ja so viel nicht geändert, sondern eher eben ist ein Zeichen der Beunruhigung der damaligen Zeit. Und was hat sich eigentlich geändert? Und da finde ich die Theorie von Charles Taylor sehr interessant.
in dem relativ neuen Buch, A Secular Age, ein säkulares Zeitalter wohl im Deutschen übersetzt dann. Und er spricht von zwei spirituellen Geschwindigkeiten, die es im Mittelalter gab, um sich dem Himmel anzunähern. Das eine waren die religiösen, spirituellen Eliten. Das waren in der Regel Mönche und Nonnen, die sich ganz auf ein Leben als Vorbereitung zu Gott konzentrieren konnten. Das wird dann im Jungfernspiegel zum Beispiel so aus dem Beginn des 12. Jahrhundert dann auch so dargestellt, dass die Jungfrau gemeint ist, damit die Nonne, ne, dass die hundertfache Frucht bringt, während Witwen und Ehefrauen dann nur 60- und 30-fache Frucht bringen. Also das ist eben das Leben, ein asketisches, zurückgezogenes Leben, das dich möglichst schnell dann näher an Gott heranbringt. Aber damit war man dann eben in dieser Zeit, im 16. Jahrhundert, nicht mehr zufrieden. Es gab dann ja auch schon Vorstufen in der Zeit davor, die Devotio Moderna und so weiter, wo dann auch Bürger versuchten, diese Spiritualität auf hohem Niveau zu leben. Und so, dass es eben seit der Zeit der Reformation eben nur noch eine Geschwindigkeit gab. Man hat ja das Mönchtum, die monastische Kultur weitgehend zurückgedrängt und meinte dann, dass jeder Mann, jede Frau, egal welchen Beruf sie ausübt, auch wenn sie jetzt nicht hauptberuflich Kleriker ist, Mönch, Nonne, wie auch immer, im Grunde im strengen Sinne Christus nachfolgen soll. Und also diese hohen Standards, diese hohen auch asketischen Standards an sich selbst anlegen soll. Und das kann man sich vorstellen, dass das zu einer Art ja moralischen Sadismus führt. Ne? Weil wenn du nämlich selbst meinst, du bist eh unantastbar, du bist ganz rein in deinen Absichten, in deinen Motiven. Und wenn du dann entsprechend affiziert wirst, wenn deine Gelüste dann durchbrechen, dann ist es so, dass du dir in der Regel das nicht selbst zuschreiben darfst, weil du musst ja rein sein, du darfst ja solche Gelüste gar nicht haben. Ne? Also entsteht so eine kognitive Dissonanz und die löst man dann in der Regel so, dass eben eine andere Person da ist, die mir diese Gelüste irgendwie eingegeben hat. Und das ist dann die böse Hexe bei Männern natürlich, ne? Wenn sie dann eben nicht diesen gesteigerten Standards an Tugendhaftigkeit, sage ich mal unter großen Anführungszeichen, gerecht werden, dann schreiben sie sich das nicht selbst zu, sondern schreiben das der Person so, die sie eigentlich dann begehren und die sehen sie als Feindin an, die vollständig vernichtet werden muss. Also nicht nur physisch, sondern dann eben auch psychisch, indem man sie letztlich dazu bringt, auch zu gestehen und die Schuld, die sie gar nicht hat, sich selbst dann zuzusprechen. Da können wir ja, also da können wir ja mal vielleicht ein bisschen diskutieren, weil das ist ja eine Erklärung für so einen Hexenhass. Es gibt ja dann noch zum Beispiel eine Erklärung, die so mehr in den, also in die Sündenbocktheorie reingeht. Also wenn du so mit Max Weber, der meinte, in der Religion wissen ja Menschen nie, ob die jetzt wirklich die Eigenschaften in sich haben, die erfordert sind. Dass sie dazugehören, müssen sie immer, dafür suchen sie immer Beweise und so suchen sie nach Handlung mit Beweiswert. Und Beweiswert hat halt das, was von anderen als beweisfähig anerkannt wird. Und dann ist ja die Verfolgung einer Hexe schon so ein Beweis, weil wenn ich nicht so bin wie die, wie der Sündenbock, dann bin ich, gehöre ich ja zur Gemeinschaft. Also Dürkheim ist ja, Herr Butler, ja. Dürkheim ist dir wahrscheinlich nicht so ein Begriff, deshalb, also das ist ein Soziologe, ja. Also irgendwie, ihr seid noch alle da, oder? Ja, wir hören dir zu. Ich weiß nicht, ob das ein ungewohnter Zustand ist. Ja. Wir widersprechen dir nicht. Ja, noch ich, nicht. Nein, ich hatte ja so eine konische Optik und ihr wart alle so still. Und ja, nein. Ja, es ist aber auch sehr ungewöhnlich, dass mir mal Redezeit eingeräumt wird. Nein. Also Emil Dürkheim, Soziologe, den wir auch schon öfters mehr als einmal hier ausgeschlachtet haben, aber er passt halt so gut, sagt ja,
Gesellschaft, also sieht das so funktionalistisch. Also Gesellschaft besteht aus Mitgliedern, die sich dauernd gegenseitig bezeugen müssen, dass sie irgendwie zueinander gehören. Und jetzt geschieht ein Verbrechen oder jemand wird zum Sündenbock deklariert, aus welchen Gründen auch immer. Das ist auch, was ein Verbrechen ist, ist aus Sicht Dürkheims völlig willkürlich, so wie was ein Sündenbock ist, ist völlig willkürlich, das können rote Haare sein, ja. Und durch diese abweichenden Zuschreibungen können sie bezeugen, dass sie alle noch konform handeln, weil sie genau nicht so handeln wie die Person, deren sie ein Verbrechens- oder ein Sündenbock-Status zuweisen. Und so ermöglicht der Verbrecher oder der Sündenbock halt den Beweis, dass die Normen, die ja funktional willkürlich sind, irgendwie noch geteilt werden. Und das ist ja eine andere Position, als du jetzt, Alexander, aufgemacht hast. Du hast ja gesagt, die hassen, die so eine psychologische, du hast das Objekt der Begierde und willst es vernichten. Und das wäre eine funktionalistische, wo du sagst, ich will, es ist mir ja völlig egal, was mit dieser Person passiert. Ich will mir nur mit den anderen klar sein, dass wir zusammengehören und noch die religiösen Normen. Aber die erklärt ja speziell jetzt nicht, wie es im 15. Jahrhundert zu der Hexenverfolgung kommt und überhaupt auch zu diesem Begriff der Hexe. Ne? Wir denken auch, das ist ein uralter Begriff im Deutschen jetzt, aber dieser Begriff der Hexe ist ja zum ersten Mal meines Wissens Anfang des 15. Jahrhunderts nachgewiesen und da interessanterweise schon im Zusammenhang mit den Hexenverbrennungen, beziehungsweise das erste Vorkommen ist wohl Hexenbrand, ne? Also schon in dem Wort Hexenverbrennung kommt das Wörtchen Hexe zum ersten Mal vor. Also das erklärt das ja nicht, warum zu dieser Zeit gerade die Hexen konstruiert wurden als eben eine solche, solche Personen, an denen man selbst durch die Abgrenzung von ihnen die eigene Zugehörigkeit zur Gruppe entwickeln kann. Und also wenn du mir Charles 2 Minuten Taylor Zeit gibst, erklärt er das schon. Aber du kannst mich natürlich auch unterbrechen. Und also, aber ich will das nicht. Das eine schließt das andere, finde ich, nicht aus, sondern das ergänzt das. Also Charles Taylor, also von Charles Taylor diese These des moralischen Sadismus, ist nicht von Charles Taylor, die ist ja schon älter, die greift dann auch Judith Butler wieder auf, besonders eben in ihrer Schrift gegen den, wie heißt es, The Frames of War. Du bist heute ganz schön feministisch unterwegs, du. Bitte? Du bist heute ganz schön feministisch unterwegs, du. Ja, das ist ja von der Theorie her auch ja faszinierend. Nein, aber von Charles Taylor, das finde ich eben sehr faszinierend, diese Position der zwei Geschwindigkeiten, der zwei spirituellen Geschwindigkeiten, die es gab im Mittelalter und jetzt in der Neuzeit werden die Menschen so unter Druck gesetzt, dass eben gerade im Protestantismus, wo das Mönchtum ja wegfällt, die monastische Askese, dass jetzt ein Kaufmann, ein Aristokrat, wer auch immer, ein Bauer jetzt auf einmal auch aufgerufen sind, diese Askese zu üben, womit sie überfordert sind, selbstverständlich. Und dann kommt es zu solchen Handlungen, die dann die entstehenden kognitiven Dissonanzen, das ist ja auch kein Ausdruck von Charles Taylor, sondern von Leon Festinger, diese kognitiven Dissonanzen bewältigen, indem sie dann nicht nur Hexenprozesse veranstalten, sondern ja auch Tierprozesse, die sind ja auch nicht im Mittelalter zuzurechnen, sondern sind auch in dieser Zeit entstanden, dass man also Tiere verurteilt, zum Beispiel auch, wenn sie einer Frau nicht zu Hilfe kommen, die gerade vergewaltigt wird und um Hilfe ruft. Und die Tiere, die sich nicht rühren, ne, die herumstehen, irgendwelche Kühe oder so, die faul sind, oder Schweine, die nichts machen, die werden dann auch gleich mit verurteilt und hingerichtet. Ne. Ja gut, das ist natürlich, aber willst du auch machen, wenn halt so ein böses Tier da ist? Kannst ja nicht einfach davon kommen lassen, was dann wird ja. Das wird auch ja sehr modern gedacht, ne? Weil jedes andere Tier wird sich dann ja auch, wird sich ja das denken. Das ist ja, warum, das ist ja der Abschreckungscharakter dieser. Ja, das wird nicht ja auch erreicht. Vielleicht, was ich dazu das sagen würde, ist natürlich, denke ich, diese psychologische Erklärung, diese, wenn man so will, diese Überkompensation,
halt von irgendwelchen Bedürfnissen, die man sich selbst nicht eingesteht, beziehungsweise die man aber auch selbst vollzieht und die dann in der Reaktion dann geleugnet werden und dann bei anderen aber besonders hartnäckig verfolgt werden. Das ist mit Sicherheit erstmal, also ist diese Erklärung auf der psychologischen Ebene auf jeden Fall sinnvoll. Bloß ich würde sagen, sie erklärt eben nicht, warum es die Hexen sind, wogegen sie sich richtet. Also das ist natürlich, also weil dieses Bild dieser Sündenbock, das wogegen sich der Hass dann richten kann, weil muss dann gesellschaftlich erstmal geformt werden. Und das ist natürlich dann ein historischer Prozess. Deswegen, ja, deswegen ist es, würde ich wenn du die Frage stellst, wie kommt es denn dazu, dass im 15. Jahrhundert jetzt dieser Zorn an den Hexen auslässt, wobei das ja nicht nur immer Frauen waren, sondern auch Männer, bloß dieser Anteil der Männer, also während Hexen, Frauen als Hexen während dieser Phase der Hexenverfolgung immer verfolgt worden, ist der Anteil der Männer, der schwankt wohl sehr. So wie ich das gelesen habe, schwankt der von Episoden, wo der bei 5% lag, auf Höhen von 55%, was eigentlich nur zeigt, dass die Männlichkeit innerhalb dieses Konstruktes des Hexenseins weitaus weniger greifbar war als das der Weiblichkeit, was irgendwie sehr stark damit verankert war. Bloß ist es dann halt so die Frage zu stellen, wie kommt die Gesellschaft in den Zustand? Also erstmal muss man fragen, wie muss eine Gesellschaft sein, dass es denn sowas wie Hexenprozesse geben kann? Und dann wäre natürlich dann die Frage der historischen Genese. Ich habe es jetzt auch gar nicht psychologisch erklärt. Also das wäre dann sozusagen die letzte Hinzufügung. Ne? Also, aber die historische Erklärung ist die von Charles Taylor, dass eben die, sagen wir so, der Triebverzicht, der, also um jetzt mit Freud zu sprechen, der Menschen in dieser Zeit abverlangt wird, gesteigert wurde durch die entsprechenden vermehrten spirituellen Forderungen. Und die eben nicht mehr dann in dem bisherigen Lebensvollzug bewältigt werden konnte, dieser Triebverzicht, den wir ja auch haben. Wir haben ja vielleicht das Kino, wir haben ja über Slasher-Filme und Rape-and-Revenge-Filme gesprochen, ja, dass dieser Triebverzicht dann eben sich neue Wege suchen musste, um eben realisierbar zu bleiben. Und da stand eben dann, da wurden dann Außenseiterinnen konstruiert, die man verantwortlich machte, sozusagen als Monster, ne, die eigenen Schwächen, die man in sich vorgefunden hat, die man aber in sich nicht vorgefunden darf, genau, die verursacht zu haben. Was die Schwäche, ja, dann ist es denn ja denn die gesellschaftliche Konstruktion, ne? was als Schwäche angesehen wird. Oder so. Es wäre dann halt, also genau. Das ist nur eine Frage, die mich jetzt gerade so interessieren würde, ob Hexenprozesse denn auch mit anderen Menschenfeindlichkeiten Ähnlichkeiten aufweisen. Man könnte jetzt zum Beispiel an Antisemitismus denken. Es gibt ja so paar Juden Notizen, auch gerne mal Hexer gefunden, die Hexen sozusagen die Nachfolger der Sündenbock, also die Sündenbock-Nachfolger. Ja, wobei unter den männlichen Hexen, da waren auch immer gerne Juden bei. Ja, so, ja. Ich würde den Mirko gern fragen, bist du noch da? Ich bin noch da, genau. Das ich bin ja lauschig gebannt. Weißt du zufällig, ob es da irgendwie in der Zeit der Hexenverbrennung Krisen gab, also irgendwelche Dürre oder? Ja, genau, also das ist sehr auffallend. Also wir haben genau in dieser Zeit bricht ja sozusagen dieses Wärmeoptimum, das wir klimatisch hatten, bricht ja gerade zusammen. Es beginnt diese kleine Eiszeit, die dazu führt, dass auch eine gewisse Agrarkrise eintritt, dass sich dann unter anderem eben durch Teuerungen, insbesondere gar nicht so sehr bei den Bauern, die Bauern wohl gar nicht so sehr drunter gelitten haben, sondern mehr tatsächlich dann die Endabnehmer, also sprich in den Dörfern, in den Städten, die davon abhängig waren, die haben dann meistens drunter gelitten. Und das ist ja auch da, wo dann eigentlich auch diese Hexenprozesse meistens stattfinden. Die finden ja dann in den, insbesondere in den Städten ja auch statt. Und dann gibt es natürlich noch andere Dinge, die da genau in dieser Zeit hineinspielen. Wir haben diese Seuchenzüge,
die schwarze Pest, die ja seit dem Mitte des 14. Jahrhunderts immer wieder in Wellen durch die Gesellschaft fegt und auch die man sich nicht erklären kann und die man dann irgendwie versucht übernatürlich zu erklären. Damit, man nimmt, gerade für Krankheiten und Seuchen nimmt man immer gerne solche Zwischenwesen an, denn ist blöd, wenn man das als Strafe Gottes interpretiert, dann hat man ja was falsch gemacht. Und wenn man Dämonen dafür verantwortlich macht, die so als erratische Wesen, die also keine Logik folgen, sondern da einfach böswillig agieren, annimmt, ist das natürlich viel einfacher, dagegen vorzugehen, als wenn man sich jetzt sein eigenes Leben ändern müsste. Das lässt sich zum einen feststellen und es ist ja auch nicht ganz insofern von der Hand zu weisen, weil die Hexe ja eigentlich auch so ein Konglomerat aus verschiedenen Vorstellungen ist. Wir hatten ja ganz am Anfang mal angesprochen, die Männer aussaugende weibliche Gestalt. Das ist ja eigentlich im Mittelalter noch die Gestalt des Inkubus, nicht? Also der Dämon, der nachts Männer belagert und ihnen den Samen raubt. Das sind so diese Vorstellungen, das sei quasi auch ein weibliche Dämon. Und den Namen? Bitte? Habe ich das richtig verstanden? Den Namen? Den Samen. Ach so, den Namen habe ich schon. Ja, den Namen nicht. Also, da muss man aber auch dazu sagen, sowas tut man aber auch nein, nicht. Nein, das macht man auch nicht. Das ist auch gemein. Nein. Beides. Dann war, wie ist das? Es gab doch diesen Fall mit Boris Becker. War das eine Hexe? Vermutlich, okay, ja, stimmt. Das war in der Besenkammer. Da haben wir es ja, Besen, ne? Ja, Besen, ja, da haben wir es doch. Wird mal wieder Zeit, hier die Schalterhaltung rauszubringen. Ja, okay. Auf jeden Fall, das ist so eine, genau diese so eine Wendezeit. Also wir stellen das sogar archäologisch fest, dass sich in der Zeit einiges tut. Das haben wir also nicht nur quasi in großgeschichtlichen Ereignissen wie diese Entdeckungsfahrten, die ja dann derzeit losgehen, Buchdruck, der in der Zeit losgeht, sondern wir haben das auch im kleinen Rahmen, also dass sich plötzlich Keramik vollständig verändert, also vorher mittelalterliches Geschirr relativ eintönig und in Haushalten relativ wenig vorhanden war, plötzlich quasi das Formenspektrum explodiert, dass sich plötzlich ganz andere Verbreitungsmuster etablieren, dass wir plötzlich auch ganz andere Gegenstände haben, die es vorher nicht gegeben hat. Also das ist sehr spannend, dass das genau in dieser Zeit passiert und zwar noch bevor eigentlich die Reformation losgeht, wo man ja so quasi noch an alter Vorstellung geglaubt hat. Das ist so der Bruch gewesen mit dem Mittelalter. Das geht schon viel früher los. Also das beginnt mit Sicherheit schon Mitte oder Anfang des 15. Jahrhunderts, wo man diese Tendenzen nachweisen kann. Und das könnte alles mit hineinspielen. Wir haben dann, wie auch schon angesprochen, diese Änderung der spirituellen Landschaft. Das merken wir natürlich auch, dass da auch ein gewisser Druck aufgebaut wird von Seiten der Bevölkerung. Zum Beispiel diese Ablassproblematik, das ist ja nicht nur ein Problem, dass sozusagen die offizielle Kirche auf die Leute übergestülpt hat, sondern umgekehrt ist es tatsächlich auch so, dass die Bevölkerung selber diese Ablässe haben wollte, nicht? Also diese Idee, dass man Fegefeuer leiden muss, wenn man den Ansprüchen Gottes nicht gerecht werden kann, da haben wir das jetzt wieder mit dieser nicht zu leistenden spirituellen Leistung, die man versuchte dadurch zu kompensieren, dass man es eben auf andere Weise wieder wettmachte. Am besten eben noch zu Lebzeiten, indem man entweder gute Werke tat, dann sich quasi fast schon verschuldete, um Dinge der Kirche zu schenken. Oder eben durch den Kauf von Ablässen, die dann immer überbordender wurden, die anfangs mal nur Tage umfassten, weil man eigentlich damit ja die Sündenstrafen abdecken wollte und nicht die Sünden. Also nicht die Zeit im Fegefeuer, sondern eigentlich war damit ja solche Dinge wie Gebetsleistungen oder Wallfahrten oder Ähnliches gedacht gewesen. Und das wurde immer mehr, bis man eben, was ja dann auch der Anstoß für den Thesenanschlag Luthers war, den vollkommenen Ablass verkauft hat. Also quasi die sämtliche Ablösung aller Sündenstrafen. Und da die Bevölkerung nicht unterschieden hat zwischen Sündenstrafen und Sünde, war das natürlich ein gefundenes Fressen sozusagen für die Leute, die wollten das unbedingt haben, sind dafür auch meilenweit gepilgert. Gerade in Sachsen zum Beispiel hat der Kurfürst verboten, dass man den Ablass vertreibt. Die sind dann einfach in den nächsten über die nächste Grenze gelaufen, haben es dann dort vom jeweiligen Ablasshändler gekauft. Also da haben wir, wie gesagt, viele, viele Faktoren, die damit hineinspielen. Wir haben dann die Schwächung der Kirche, die dann insbesondere durch die Reformation kommt. Wir haben natürlich auch die Schwächung des
des Reiches, nicht? Dadurch, dass die Fürsten ja gerade im Deutschen Reich viel, viel stärker waren als anderswo. Also da haben wir nicht so eine starke einzelne kaiserliche Gewalt, sondern wir haben ja dann tatsächlich immer sehr, sehr starke Regionalgewalten. Und das führt vielleicht auch dazu, dass man so ein bisschen der Autorität anfängt zu misstrauen. Man glaubt, man müsste jetzt auch dieses Gesetz selber in die Hand nehmen. Vielleicht spielt das auch mit in diese Hexenprozesse rein. Also, dass man dann auch quasi von Seiten der Bevölkerung Druck aufbaut. Im Nachbardorf sind doch auch Hexen verbrannt worden, warum bei uns nicht? und ja. Solche Dinge dann deswegen zur Verbreitung beitragen. Ja. Die muss für die Inquisition auch mal in Schutz nehmen, ne? Genau, irgendwie ist gar nicht 1,5% so Hexenprozessen Beteiligung, glaube ich, habe ich mir notiert, aber die waren schon, wenn ne, als Hexe angeklagt, dann lieber in der Inquisition. Ja, das hat man ja noch aber ich wollte, ja. Und auf die Jesuiten wird ja auch immer so geschimpft. Also die Jesuiten waren ja dann diejenigen, oder zumindest einer vor allem, Friedrich Spee, der eben Wichtiges dazu beigetragen hat, dann in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eben diesen Hexenwahn zu bekämpfen. Aber also kann ich Thomas mal bitten, dass der euch bittet, das zurückzustellen für einen Augenblick? So. Für einen ganz kleinen? Ja. Weil, bitte stellt das zurück. Ja, weil ich wollte... Nein, die Inquisition so, weil dann machen wir ein neues Fass. Ich wollte noch mal bei dieser Krise bleiben, weil wir haben ja zwei, nur dass wir mal zwei mögliche Erklärungsansätze auch so gegenüberstellen, können wir ja eh nicht klären, was jetzt, sie sind ja beide spannend. Und wollte noch mal den funktionalistischen Blick drauf werfen mit Dürkheim, weil also wie du gesagt hast, Mirko, wir haben Hunger und wir haben eine gewisse Anomie, also eine gewisse Auflösung von Regeln, und das beschreibt ja auch Dürkheim in seiner Theorie. Und jetzt müssen wir mal zurückgehen, gucken, funktionalistisch, also zu sagen, alles hat seine Funktion, um die Gesellschaft zu erhalten, was da Hexen ursprünglich für eine Funktion haben. Auch bei segmentären Gesellschaften, also solche, die noch keine politischen Institutionen haben, die existierten und existieren ja auch. Und da muss man fragen, wie kann das sein ohne Institutionen? Und da spielten Hexen und der Hexe, glaube ich, eine gewisse Rolle, weil Hexen in zweierlei Hinsicht wirkten. Einmal verhexten die unfreundlich waren und sich böse gegenüber Leuten verhalten haben, auch gegenüber den zugeschriebenen Hexern. So. Das sorgte schon mal dafür, dass man ein bisschen freundlich war innerhalb der Gesellschaft, weil man Angst hatte vor den Hexen. Und eine andere wichtige Sache ist, dass Hexen ja auch bezahlt wurden, um andere zu verzaubern, und es der Neid eine große Rolle spielte. Also wenn jemand in der Gesellschaft sehr viel hatte, zog der auch sehr viel Neid auf sich, und dann hat man die Hexe gefragt, ob die den nicht verzaubern kann. Und solche segmentären Gesellschaften entwickeln ja solche Funktionen, dass die Unterschiede, also dass Ungerechtigkeit, wie wir heute sagen, oder Ungleichheit nicht zu sehr ausfranst. Und der Hexenglaube hat dazu geführt, Gesellschaften dahin zu stabilisieren. Und wenn jetzt eine Anomie eintritt und Hunger, dann aber die jetzt These so viel, jetzt wollte ich den Kniff. Aber die These der Anomie würde ich bezweifeln, weil wir gerade eine Zunahme an Regeln ja feststellen, also einen offenbar gesteigerten. Nee, die Anomie nach Dürkheim ist doch ein nicht die quantitative Art der Regeln, sondern wenn die Leute ihre Regelmuster verlieren, weil die sich wandeln, dann nennt das Dürkheim Anomie. Ja, genau. Anomie. Und das erzeugt aber dann, und das ist ja politisch und dann rechts geschichtlich sehr interessant, ne, dann erzeugt das eben einen gesteigerten Regelungsbedarf, auf den dann die staatliche Gewalt reagiert, ne, oder die fürstliche Seite. Ja, und der Hexen, ich wollte nur sagen, was ich sagen wollte, ist, dass der Hexe Glauben dazu führt, dass du die ganze Komplexität, die auf dich, also die Anomie und die neue Komplexität und der Hunger, der auf dich wirkt,
dass das einfach Komplexität reduziert, wenn du eine Hexe hast. Und wen nimmst du? Du nimmst natürlich irgendwas, was schon verankert ist in der, in, also historisch als Funktion schon verankert ist. Und die Hexen haben immer dazu geführt, dazu beigetragen, als Funktion eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Und durch das die Hexenverbrennung haben sie diese Funktion wieder beibehalten. Das wollte ich nur sagen. Sie haben der Gesellschaft gedient, soziologisch gesehen, stabil zu werden. Man muss das auch mal positiv sehen. So die ja, Verbrennung. Ja. Aber ich glaube, ich würde es gar nicht so funktionalist. Also ich will da gleich noch eine These hinzufügen, damit das jetzt ganz komplex wird. Ihr könnt mich ja dann verbrennen als Hexer, wenn es zu komplex wird, um die Komplexität wieder zu reduzieren. Also ich glaube schon, dass man das auch im größeren Kontext, und das hat ja Mirko angedeutet auch, des Zeitalters der Entdeckungen und dann der anschließenden Kolonisation zu sehen ist. Man sieht das irgendwie sehr schön auf den Landkarten, die mittelalterlichen Mappe Mundi, also die Weltkarten, die es gab, die haben die Welt, die Erde, den Erdkreis sehr häufig dargestellt als Schöpfung Gottes. Und da gab es gar nicht so Bezeichnungen von einzelnen Machtgebilden, also wurden die Länder gar nicht gegeneinander abgegrenzt, also nicht in allen, in einigen gab es das dann schon, meistens dann aber auch mit Rückgriff auf die Antike, also die haben dann nicht die aktuellen politischen Kräfteverhältnisse gespiegelt. Aber das ändert sich mit den Entdeckungsfahrten, weil da sozusagen das Bedürfnis war der Nationen, zuerst Portugal und Spanien, dann sind andere dazugekommen, da ihr Wappen, ihren Wimpel hinzustellen. Und das hast du auch auf den Weltkarten dann plötzlich. Plötzlich hast du überall auf der ganzen Welt dann die Herrschaftszeichen verteilt auf den Karten und Gott verschwindet aus dem Ganzen. Und auch die ganze antike geografische Tradition. Davor hat man dann noch irgendwelche Geschichten aus früheren Zeiten erzählt und so. Und das verschwindet aber nach und nach. Es ist natürlich nicht auf einem Schlag, es ist eine evolutionäre Entwicklung. Also es zeigt sich, dass die Welt vor allem dann eben nicht mehr als Schöpfung Gottes gesehen wird, sondern als Herrschaftsraum, den die Menschen untereinander aufteilen, aber auch dann organisieren. Die Organisation wurde ja nicht zentral durchgeführt, sondern dann kommissarisch eben den Entdeckern überlassen, die dafür den König viel Geld bezahlen mussten. Deshalb mussten sie die Gebiete auch entsprechend ausbeuten und haben das ja auch gemacht auf menschenvernichtende Weise. Aber es zeigt so eine Steigerung des auch der Verwaltungsfähigkeit sich darin an und des Verwaltungswillens und auch des Verwaltungszwangs. Und ich denke, dass der auch dann im Inneren ausgetobt wurde. Und die Hexen, waren ja dann regelrechte Prozesse. Das folgte ja einem bestimmten Prozedere. Und Mirko hat es ja erwähnt, dass den Hexenhammer von Heinrich Kramer, der ja auch in diesem Zusammenhang zu sehen ist, also etwas, das davor vielleicht urwüchsig passierte oder tumultarisch passierte, dass man mal gegen eine Person, eine Frau, die einem nicht gepasst hat, vorging und die dann umgebracht hat, das wird ja jetzt in feste juristische und staatliche Bahnen gelenkt und es werden regelrechte Prozesse mit einem bestimmten Verfahren entwickelt und auch durchgeführt, die im Übrigen auch dieses Verfahren hat sich ja auch selbst am Laufen gehalten, wie das ja so oft ist bei solchen Verfahren. Nämlich, man hat ja Menschen gefoltert, die hat man so lange gefoltert, bis sie weitere Hexen und Zauberer namhaft gemacht haben. Sodass die Verfolger immer wieder Nachschub bekamen, ne, und deshalb so auch ihren Arbeitsplatz sichern konnten auf Dauer. Also das, glaube ich, muss man schon auch immer im Auge behalten, dass eben da ein Plus an Organisation, ein Regelbedarf herrschte und dieser Regelbedarf wurde dann auch gegen die Hexen verwendet. Es ist also nicht, es ist also wirklich ein Phänomen der politischen Organisation und der Rechtskultur der damaligen Zeit. Und nicht so, dass da einzelne Leute gesagt haben, ja okay, jetzt bringen wir mal jemanden um oder jetzt schauen wir mal, dass wir unsere kognitiven Dissonanzen bewältigen. Das natürlich auch, steht sicherlich auch im Hintergrund, aber es ist auch in diesem institutionengeschichtlichen und rechtsgeschichtlichen Zusammenhang, denke ich, zu sehen.
Ja, vielleicht, also jetzt nur mal so ein Ad-hoc-Gedanke. Was Renéa sagte, war ja diese auch, sprach ja von so einer ja, gesellschaftsstabilisierenden Funktion der Hexenerzählungen, die irgendwie Freundlichkeit erzwang, aber auch so Neidgelüste halt kompensierte. Wenn man das jetzt auf mit Alexander deiner These zusammenbringt, dieser erhöhten staatlichen oder nicht noch nicht, aber dieser erhöhten institutionellen Verriegelung, diese institutionelle Verriegelung kann ja im Prinzip und kann ja im Prinzip keine, kann ja diese regelnde Funktion von Hexen, die ja im Prinzip dann von außen kommt, eben außerhalb der Institutionen steht, gar nicht dulden und muss Ja. dementsprechend auf sie antworten, indem sie dann halt bekämpft werden. Weil, also es ist ja unmöglich für ein herrschendes System halt so da anzuerkennen, dass die Stabilität seiner Herrschaft von außen gestiftet wird, von Personen, die außerhalb stehen. Und deswegen kann denn halt mit Regeln darauf geantwortet werden, weil die dieses Problem von Freundlichkeit und Neid, wenn es denn noch als Problem erscheint, das müssen halt die Institutionen, ob das, beziehungsweise ob das überhaupt ein Problem ist oder nicht, das obliegt der Institution. Aber du scheinst mir da auszugehen davon, dass es sozusagen feststeht, dass die Hexe schon immer außerhalb der Gesellschaft angesiedelt ist. Ich glaube, diese Außenstellung wurde erst konstruiert in dieser Zeit. Und man braucht eben speziell die Hexe. Und da kann ich vielleicht auch die Brücke dann zu Charles Taylor wieder schlagen, weil eben eine bestimmte Form von Triebverzicht auf den Menschen Nee. abverlangt wurde und deshalb eben es sich dann auf bestimmt, vor allem auf Frauen konzentrieren musste, diese Außenseiterstellung, die man konstruiert hat, und da gebe ich dir recht, um überhaupt ein solches Innern entwickeln zu können. Genau, nee, also ich meinte nicht, dass die vorher bloß, dann wird natürlich auch, sage ich mal, rückblickend wird natürlich, also die Hexe steht ja dann in der Konstruktion nicht erst ab dem Zeitpunkt, ab dem sie als Außenseite konstruiert wird auf der Außenseite, sondern sie wird ja auch immer rückblickend denn dahin rein konstruiert. Und in dem Moment, wo sie dann nach außen gesetzt wird, war sie auch schon immer außen. Ne? Also Ja, also in der Also, Erzählung, ja, aber was mich nicht stört, aber was mich skeptisch macht gegenüber dieser These vom Triebverzicht, ist ja, dass wenn man so blättert also so Einzelfallevidenz, hat da ja Mirko eine Studie zu, glaube ich jetzt nicht, aber dass ja auch Frauen angezeigt haben, wie wild, weil es halt Nachbarschaftsstreitigkeiten waren und dass da willkürlich angezeigt wurde und nicht nur von Männern, also wenn es jetzt wirklich ein Triebverzicht von Männern gegenüber Frauen wären, dann hätten ja in ganz überwiegender Weise Männer Ah, Frauen nee, aber das anzeigen setzt sich müssen. in der gesamten Gesellschaft durch. Also die Frau muss auf die Frau kommt dann ja der Druck zu, moralisch zu sein auch, ne? Also du hast dann so eine Gouvernantenmoralität dann oder so eine Tugendhaftigkeit, ne? Wie die fromme Helene, die eben diese Tugend nicht realisieren kann, Ja. selbst auch nicht realisieren kann, aber umso stärker dann wettert gegen Frauen, die vielleicht eben auf auf einen bestimmten eher promiskuinen, also einen eher offenen, libertinären Lebensstil nicht verzichten wollen. Also das bezieht sich ja dann nicht nur auf Männer, sondern das ganze normative Gerüst der Gesellschaft wird entsprechend neu justiert, in die Richtung asketischer zu sein und Trieb zu verzichten und bezieht sich eben genauso auf die Frauen. Dann ist natürlich die Frau, die jetzt sich vielleicht unter großem emotionalem Aufwand und vielleicht entwickelt sie auch irgendwelche Neurosen dabei oder noch was Schlimmeres, sich jetzt zurückhält, die findet dann eben in einer Frau, die das so nicht macht, Objekt ihres moralischen Sadismus, um ihren moralischen Sadismus auszuüben. Also das ist Vielleicht bei auch Frauen wie Männern dasselbe, das sind nicht ein nur die Männer, Aspekt, die Schuldigen. wo ich nicht weiß, wie sehr der reinspielt, aber ich kann ihn einfach mal in den Raum werfen. Soweit ich das jetzt gelesen habe, in diesen Hexenprozessen waren auch Frauen im Prinzip auf zwei Rollen beschränkt. Entweder auf die der Angeklagten,
oder auf die der Zeugin. Denn Richter und Schöffen und so weiter, das waren dann immer die Männer. Selbst, aber das war ja in jeder anderen Verhandlung auch so. Aber auch Bürgen konnten immer nur Männer sein, also auch Frauen mussten sich da immer Männer suchen, aber das zeichnet, also es gibt aber auch dieses Forum, wenn das die Frau nur als Zeugin zulässt, mal abgesehen von der wenig wünschenswerten Position der Angeklagten, da stellt das natürlich aber auch es ist eine institutionelle Rolle, die da angeboten wird, die man ausfüllen kann. Also eine Gelegenheit, der Stimme eine politische, wie auch immer gesellschaftliche Gewichtung zu verleihen, die sie sonst nicht haben kann, die sie dann in den Hexprozessen, aber wo sie als Zeugin dann auftreten kann, die sie dann erlangen kann. Ich wollte es einfach nur mal in den Raum stellen. Ich weiß nicht, wie man das zu bewerten hat. Wir müssten vielleicht, also Mirko, glaubst du, dass der Hexenhammer da vielleicht, also dass es ohne den Hexenhammer auch so gekommen wäre, weil, also wir haben jetzt so eine funktionalistische und wir haben so eine Taylor-Freudianische, nenne ich es mal, Möglichkeit, wie es sein käme. Die sind ja heute, wenn man sagen, also das sind ja Funktionsweisen oder psychische Komposition der Menschen, die ja heute auch noch da sind, aber warum verbrennen wir heute keine Hexen oder irgendwen? Weil wir ein gewisses Rechtssystem haben, was das nicht zulässt. Wenn ich aber ein Rechtssystem habe, das sagt, nur jede Hexe muss irgendwie 10 weitere Hexen unter Folter nennen, dann hast du ja eine exponentielle Steigerung von Verdächtigen und dann wäre ja das Rechtssystem der quasi nicht Auslöser, aber der Katalysator für genau. Das ganze Chaos. Und da würde ich gerne mal, hat jemand von euch mal reingeguckt in den Hexenhammer näher, ob das ohne diese Art der Rechtsprechung auch so gekommen wäre? Ja, wäre wahrscheinlich auch so gekommen. Also es ist zwar stark umstritten, welchen Einfluss eigentlich der Hexenhammer auf die Hexenverfolgung hat. Also, vermutlich hätte das Ganze mehr oder weniger auch in einfach strukturelle Bahnen nur gelenkt. Aber die Hexenverfolgung als solche wäre wahrscheinlich auch unabhängig davon erfolgt. Das sieht man vor allem daran, dass zu Lebzeiten von Heinrich Kramer eigentlich relativ wenig Hexen verurteilt wurden und dass erst tatsächlich nach seiner Zeit dann diese Hexenverfolgung wirklich auch stark zugenommen hat. Und dann dieses Werk quasi wieder entdeckt oder eben zur Grundlage gelegt wurde. So. Hatte man bei Karl Marx auch zu seinen Lebzeiten, gab es wenig Revolutionen so, ne? Genau, und später. Genau. Ne? Und so ähnlich ist es die Hoffnung auch für Autoren. Genau. Vielleicht hat man danach auch Glück. Ja. Aber um oft nochmal auf die eben gefragte Studie ob es eine Studie gibt, inwieweit, wie war die Frage gleich, ob es mehr Außenseiterinnen sind. Das gibt es tatsächlich, ich erinnere mich zumindest sehr dunkel an ein Büchlein von Ingeborg Hecht, die ich mal gelesen habe, eine Freiburgerin. Volkskundlerin, glaube ich, die sich da mit dem Thema mal beschäftigt hat und das für den, gerade natürlich für den Bereich des Oberrheins mal untersucht hat. Und sie stellt fest, dass es vornehmlich Außenseiterinnen sind, die entweder zum Beispiel in die Städte, allein in Städten sind und somit natürlich sozusagen Roches stehen, ein anderes Leben zu führen als die Alteingesessenen und die sozusagen an die Normen angepassten Frauen, während so eine Einzelperson natürlich dann immer zugesteht, Dinge im Geheimen zu tun, die sie eben nicht machen soll, weil sie nicht den Normen entsprechen. Und damit natürlich ein wunderbares Ziel wäre. Nicht? Also das würde ganz gut da hineinpassen. Nee, Moment, da wollte ich nochmal, also ich wollte jetzt gegen Alexander nochmal angreifen, ja, weil mir jetzt eingefallen ist, dass ich auch gelesen habe, dass es vor allem also in Europa, vor allem woanders sind auch andere Hexen, aber in Europa arme alte Frauen waren, also die Schwächsten der Gesellschaft im Prinzip. Auf die projiziert man doch keine Begierde. Ja, nein, aber oder war das da, Matthias? Die kann ja auch diese Begierden eben herbeigezaubert haben. Das war schon immer auch im Hintergrund. Und es waren, also das weiß ich nicht, also da wieder die Frage an Mirko, waren das
vor allem alte Frauen oder? Habe ich gelesen, aber ich weiß es natürlich nicht. Das weiß ich. Also ich kenne jedenfalls also einige Agnes Bernauer, es sind ja natürlich im Einzelnen ganz unterschiedliche Motive. Ne? Bei Agnes Bernauer wahrscheinlich politische Motive, so. In Märchen sind Hexen. Ja, Märchen sind genau, da muss man sich auch ein bisschen von verabschieden, von dieser Hexen. Vorstellung des 19. Jahrhunderts, denn ich denke, da, das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen, sind ja eben nicht nur die Frauen, die verfolgt werden, es werden auch Kinder verfolgt, nicht? Also Gott sei Dank nicht in dem Maße, wie es jetzt bei den anderen Erwachsenen der Fall war, aber dennoch auch, also man hat auch von Kindern als Hexen gesprochen. Und da gibt es also auch schlimme Prozesse gegen Kinder, sogar gegen ganze Gruppen von Kindern. Und die, aber dennoch, ich glaube tatsächlich, man muss sich ein bisschen auch von monokausalen Erklärungsmustern ein bisschen verabschieden. Mhm. Da wird sicher sehr, sehr viel ineinander hineinspielen. Also zum einen eben tatsächlich wahrscheinlich diese sexuelle Komponente. Das merkt man ja auch durchaus, wenn man schaut, wo kommt eigentlich dieser Begriff dieser Hexe her. Im 10. Jahrhundert kennt man ja im Germanischen diese Hagut Sassa, also diese Frau, die auf der Schwelle sitzt, nicht wahrscheinlich auf den Zaun reitet. Sicher auch sowas, was dann wieder in diese Besenstiel-Geschichte übergeht. Also man vom Zaun geht es dann auf den Stab, was beides sicher auch ein Phallus-Symbol sein dürfte. Und eben auch die schon erwähnten Dämonen, die meistens ja eben diese Nachtgeister sind, die den Männern zusetzen, also gerade diese Inkubus-Geschichte, also das fließt alles in diese Hexe mit hinein. Das hatte ich also auch, mich mal mit aus archäologischen Gründen mal mit Beschwörungstäfelchen beschäftigt, also so kleine Bleitäfelchen, mit denen man sich vor bösen Geistern und Dämonen schützen wollte. Und da geht's unter anderem auch, das ist also auch ein ganz, ganz typisches Zeichen mittelalterlicher Magievorstellungen, dass diese ganzen Gestalten ineinander überfließen, also das von Elfen über Truten, über Nachtgeister, über Fiebergeister, dass dieses alles mehr oder weniger so dieselben Aspekte von verschiedenen, verschiedene Aspekte des Bösen sind, die aber miteinander irgendwie korrespondieren und miteinander überfließen. Und daher passt das eigentlich ganz gut, dass sich dann nachher in dieser Hexe genau diese ganzen Dinge vereinigen. Dann spielen Dämonen gar nicht mehr so eine große Rolle, sondern man hat dann tatsächlich so diese Idee einer menschlichen Figur, die aber mit dämonischen Kräften ausgestattet ist. Und das ist ja dann meistenteils tatsächlich, ich glaube, ich habe auch mal jetzt die Zahl gelesen, dass man von 75% ausgeht von Frauen, die in Hexenprozessen angeklagt worden sind. Wir kennen ja immer nur die Zahlen, die wir aus den Hexenprozessen haben. Wenn es ganz ohne Prozess lief, wissen wir natürlich nicht, wie viele dabei umgekommen sind oder vor Gericht standen. Es sind ja mehr vor Gericht gestanden, als dann nachher umgebracht worden ist. Das hat mir vorhin, glaube ich, auch mal kurz angedeutet, dass dass dieser Weg vom Hexenprozess nicht unbedingt direkt auf den Scheiterhaufen geführt hat, sondern wenn die Hexe dann kein Geständnis oder die vermeintliche Hexe kein Geständnis von sich gegeben hat unter der Folter, dann durfte man sie eigentlich auch nicht verbrennen, sondern dann wurden sie auch oft freigelassen. Aber beim Hexenhammer waren doch so Sachen, wenn sie nicht ertrinkt, war sie unschuldig. Ja, diese Wasserprobe, die wurde aber doch nur ganz selten angewandt. Okay. Also die geistert zwar auch immer so ein bisschen durch die Vorstellung. Es gibt Wiegenproben, also man versucht doch festzustellen, ob die Hexe, was man glaube ich bei Monty Python dann auch sieht, in der Kugelsnuss, wie die Hexe gewogen wird und dann zu leicht befunden, weil kann ja nicht echt sein. Und solche Dinge, das wurde tatsächlich gemacht, aber die wirklich... Weil sie keine Seele hat. Die Seele wiegt nämlich, hat man damals ausgerechnet, und wer keine Seele hat, der ist dann halt leichter. Ja, wobei das mit den 23 Gramm der Seele ist, glaube ich, eine relativ späte Geschichte. Das ist so ein Experiment des 18. Jahrhunderts, glaube ich. Ja. Kann man das denn vielleicht, diese Hexen wiegen denn als die als eine frühe Form verstehen, die das Hexenproblem einfach auf naturwissenschaftliche Art und Weise anzugehen. Das ist ja vermessen. Ja. Also das findet man beim Heinrich Institoris ja tatsächlich. Also er versucht ja so eine pseudowissenschaftliche Hexenkunde aufzubauen, die natürlich keinen methodischen Ansprüchen genügt und interessanterweise sogar dann von der spanischen Inquisition als unwissenschaftlich abgelehnt worden ist. Und die müssen es ja wissen. Aber das Hexenwiegen geht, glaube ich, auch wieder, die mussten sich ja nackt wiegen. Ne? Das geht wieder so in das, was wir
Also eindeutig diese sexuelle Komponente. Das ist ja schaulustig. Ja, genau. Ja, ja. Das ist aber grafisch quasi. Aber da ist auch interessant, nur dass eigentlich diese Gottesurteile, das stammt ja aus dieser Ecke. Ne? Das ist im Grunde ein Ordalium, ein Gottesurteil, das es früher durchaus gab, im frühen, im Hochmittelalter. Das konnten, wie wir das ja auch kennen aus Hollywood-Filmen, ne? Das konnten durchaus auch Zweikämpfe sein oder so aufgezwungene Wettbewerbe, wenn zwei Kontrahenten vor Gericht dann vor dem Altar stehen mussten mit ausgebreiteten Händen, ne, also so in einer Kreuzeshaltung, und derjenige, der als erster die Hand, die Arme hat sinken lassen, der war dann der Schuldige. Und viele andere auch, oder überglühende Schwerter oder Klingern laufen und so weiter, ne, und dann müssen die Füße unversehrt sein. Das wurde aber dann ja doch meines Wissens im 13. Jahrhundert verboten, in dem 4. Laterankonzil, das ja sehr wichtig war. Und es wurde den Geistlichen verboten, daran teilzunehmen, und dann starb eigentlich diese Rechtskultur, die von der Kirche auch nicht sonderlich geschätzt war, aus. Und die ließ man dann aufleben in diesen Hexenproben. Also auch interessant, dass eben etwas, eine Rechtspraxis, die eigentlich schon seit einigen hundert Jahren zum alten Eisen gehört und auch offiziell von der Kirche nicht mehr akzeptiert wurde, dass man auf die dann in dieser Zeit zurückgreift. Also das ist auch wieder so ein Zeichen, denke ich, der Beunruhigung. Und da würde ich auch Mirko zusprechen, also die zustimmen der Hexenhammer. Das ist die Frage, ob der tatsächlich die Hexenverfolgung, ob der ihr genützt hat oder eher geschadet hat, denn gerade die schlechte Qualität des Hexenhammers, die hat ja viele, und dort ist ja auch das Beispiel schon genannt, aber auch, ich glaube, in Deutschland viele Rechtsgelehrte eher von der Hexenverfolgung Abstand nehmen lassen. Es gab also immer ja auch Gegner, die das für absoluten Mumpitz hielten und sowohl als Widerspruch zum Christentum als auch zur Rechtskultur ansahen. Und das hat ja dann vor allem Friedrich Spee aufgegriffen in seiner Cautio Criminalis, wo er dann Punkt für Punkt in einer guten, gut wissenschaftlichen Manier an dieses Problem herangeht. War nicht einer, Kopernikus oder Kepler oder so, ich weiß gar nicht, einer war doch ein Hexensohn und Keplers hat sich damit auseinandergesetzt. Kepler? Ja. Ja, und hat sich auseinandergesetzt, richtig ernsthaft, weil er wirklich dran geglaubt hat, war jetzt seine Mutter eine Hexe oder nicht? Und das sind ja schon wissenschaftliche Gedanken, weil man kann es ja nicht wissen. Also wir sagen, es gibt keine, aber wenn du in die Welt hier geboren wärst, weißt du ja nicht, also kennst du die Gesetze ja nicht. Ja, also selbst die Gegner der Hexenverfolgung waren nicht notwendigerweise Gegner der Hexenkonzeption überhaupt, sondern meinten nur, dass die Verfahren, so wie sie jetzt herrschen, schlicht und einfach nicht rechtens sind, und eben haben auch auf diese fatale Wirkung der Folter hingewiesen, was ja auch Friedrich Spee macht. Er hat auch dann geschrieben, also liebe Leute, wenn man euch selbst foltert, dann gesteht ihr auch nach der dritten Folter, dass ihr Hexer seid, und nennt auch vier Leute, um euch selbst zu entlasten und nur damit die Folter endlich aufhört. Also das wurde dann massiv angegriffen. Also überhaupt, dass man Hexen überhaupt verfolgt, ne, oder wie man eben feststellen kann, dass jemand eine Hexe ist. Also wichtig fände ich auch noch, dass wir mal noch erwähnen, dass man da auch die Kirche im Dorf lassen muss. Ich habe die Zahlen notiert. Es gab 60.000 Opfer in Europa. Das ist, glaube ich, schon eine hohe Scheiße. Das ist ja nicht so viel.
dass das sehr, sehr lange überschätzt wurde. Mit Millionen noch in Mitte des 20. Jahrhunderts irgendwie, dass man in die hunderte Millionen oder so reinging. Ja, aber ich finde auch die Zahl bedauerlich genug. Ja, schon. Aber ich glaube, da sind weit mehr verhungert wahrscheinlich. Aber die, das ist interessant, was ihr sagte zu dem Gottesurteil, dass ja im Prinzip da wieder so nach, was sagtest du, Alexander, nach einigen hundert Jahren hieß. Also das war so 1215, das vierte Laterankonzil. Und ja, gut, ne, das waren dann, sagen wir 200 Jahre ungefähr. Ja, aber das, dass nach 200 Jahren, die das offiziell halt nicht mehr praktiziert wurde, dass es dann wieder, also der Struktur nach, nicht unbedingt der Sache nach, ne, also aber der Struktur nach, wieder auflebt. Und das ist ja ein Hinweis darauf, dass auch wenn es offiziell verabschiedet war, die Struktur, die dem ganzen Gottesurteil zugrunde lag, sich immer noch weiter vollzogen hat, aktiv in der Gesellschaft, so dass es dann halt als dieser Hexenglauben in der Form, der zur Hexenverfolgung geeignet war, aufkam, anschlussfähig war und zur Verfügung stand. Ah, das weiß ich nicht. Man darf ja auch nicht vergessen, das unterschätzen wir ja meist, dass ja sowohl das Mittelalter als auch die frühe Neuzeit, was die Eliten betrifft, doch ein ziemlich gelehrtes Zeitalter war. Also waren zwar nicht sehr viele des Lesens kundig bis zur Reformation, dann explodierte ja die Zahl derer, die eben alphabetisiert waren. Aber davor war das eine Minderheit, aber eben eine sehr intellektuelle und sehr rege Minderheit, die ihre eigenen Traditionen sehr gut kannte. Zum Beispiel Friedrich Spee, von dem ist bekannt, der hat Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, regelrecht geforscht, hat Archive durchgesehen, hat die ganze Rechtsliteratur zum Thema Hexen eingesehen und in seinem Werk auch verarbeitet. Also das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Dass in der Bevölkerung, das ist die Frage, weiß ich schlicht nicht, aber vielleicht weiß das Mirko, war das so, dass in der Bevölkerung noch so ein Begriff von Gottesurteil vorhanden war, oder ist es eher dann eine gelehrte Konstruktion im Nachhinein gewesen? Da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt. Was man aber feststellen kann, dass sich natürlich gerade so im Volksglauben viele, viele Dinge tradiert haben, die dann beim Hexenwesen wieder zutage traten. Also Beispiel ist ja zum Beispiel, dass man glaubte, dass männliche Hexer, also die weiblichen Hexer sind wieder mit diesem Stecken assoziiert, vielleicht auch was noch aus dem frühen Mittelalter rüberkommt, während die männlichen Hexen dann mit einem zauberkräftigen Gürtel ausgestattet sind. Mhm. Nicht? Und das kennen wir ja zum Beispiel auch aus der Siegfried-Sage, also dass der Gürtel verleiht dann die Kraft, sich dann zu verwandeln. Bei Männern ist das interessanterweise, da vermischt sich das dann auch mit der Werwolf-Sage. Die können sich dann auch in Tiere, insbesondere gerade in Werwölfe, verwandeln. Mhm. Und können auf diese Weise dann Schaden anrichten, was man wiederum vielleicht, wenn man ganz mutig ist, vielleicht auch in so einem gesteigerten Sexualtrieb, also Übermännlichkeit oder dieses Verwandeln in Tiere, was ja auch bei den Frauen auch der Fall ist, dass man das vielleicht auch miteinander vergleichen kann, wieder mit dieser These dieser übersteigerten Sexualität, die gezügelt werden muss im Sinne dieser neuen Spiritualität. Aber das, da war ja, aber was, ich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Aber was ich meinte mit dieser Struktur, die sich über die Zeit im Prinzip weiter vollzogen wurde und dann in dem Zeitpunkt anschlussfähig wurde und geeignet war, halt diese Hexenproben zu ermöglichen, meinte ich jetzt eben nicht halt so das Gottesurteil, sondern im Prinzip die gesellschaftlichen Strukturen und Merkmale der Realität, die Gottesurteile möglich gemacht haben, waren insofern noch vorhanden, dass sie halt wieder mobilisiert werden konnten oder, also das klingt so intentionell, dass sie wieder anschlussfähig wurden, als dieses Hexenbild auftrat, das zur Hexenverfolgung geeignet war und das dann wieder im Prinzip zu einer ähnlichen Form geführt hat, ohne dass auf diese Tradition der Gottesurteile zurückgegriffen wurde, sondern die Struktur, die die Gottesurteile ermöglicht hatte, wie auch wieder
unter den entsprechenden Umständen wieder zu führen konnte, dass etwas Ähnliches wieder erscheint. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber da spekuliere ich jetzt. Also die Hexenproben, die waren ja so eingerichtet, so schlau eingerichtet, dass wenn die Frau die Probe bestand, sie in der Regel starb. Ne? Also sie wurde halt so lange unter das Wasser gehalten. Nee, da hat doch Mirko eben gesagt, der Ertrinkungstest zum Beispiel, der kam nicht so häufig vor. Nein, das kam insgesamt auch nicht so häufig vor, aber wenn, dann war das so. Wären ja alle Frauen weg irgendwann, aber wenn, dann war das klar, dass das nicht so ganz funktionieren konnte. Ja, nein, das war ja auch nur ein Randphänomen, aber wenn es funktioniert hat, also wenn es durchgeführt wurde, und das, glaube ich, ist ein Unterschied zu dem, wie es davor praktiziert wurde, da wurde es auch eben nicht mit dieser tödlichen Konsequenz praktiziert, und da hatte man wirklich wohl das Bedürfnis, eine Entscheidung herbeizuführen, während hier es darum ging, ja eine Entscheidung, die vorher schon feststand, zu legitimieren. Das ist aber bei vielen Rechtsverfahren ja so in anderen Kulturen oder in anderen Zeiten. Also, aber da im Falle der Hexen war es ja wirklich so, dass das immer ein schlechter Ausgang war. Du konntest so eine Hexenprobe gar nicht bestehen. Das heißt, wenn du sie bestanden hast, warst du tot. Und wenn du sie nicht bestanden hast, war das ein Zeichen, dass der Teufel dir hilft. Ja, ich bezog mich darauf, dass du meintest, das wäre halt so eine Ähnlichkeit zu den Gottesurteilen des gewesen. Das kann man ja nicht, das ist ja sehr voraussetzungsvoll, dass man so eine merkwürdige Hexenprobe, die so oder so zum Tod führt, für Schaulust vielleicht geeignet halten, überhaupt vor sich selbst als geeignet legitimieren kann. Da muss man ja sehen, welches Ziel auch dieses Rechtssystem hatte, das allerdings ja auch schon eben stark hinterfragt wurde und auch im Wanken begriffen war und dann so seit dem 17. Jahrhundert, also mit Beginn der Aufklärung, dann auch ganz stark in Frage gezogen wurde. Nämlich dieses Rechtssystem hatte ja nicht die Funktion der Rechtsfindung, wie wir das heute sehen würden, sondern es hatte die Funktion, eine gestörte Ordnung wiederherzustellen. Der Ordo-Gedanke war da zentral. Übrigens in dem Zusammenhang auch interessant, vielleicht die Etymologie von Hexe, Mirko hat das schon angedeutet, also das ist so ein Strang der Etymologie, dass man sagt, das hat was mit dem, hat was Sexuelles, ne? Eine Frau sitzt auf einem Zaun. Die andere Erklärung ist die, dass eben die Frau, die Hexe, die auf einem Zaun sitzt, eine Grenze oder eine Schwelle sitzt, eine Grenze markiert, eben die Grenze des innerhalb und außerhalb der Gesellschaft. Es gab ja eben im Mittelalter und der frühen Neuzeit einen großen Teil der Bevölkerung, der dem fahrenden Volk angehörte, das eben nicht in einer bestimmten Ordnung organisiert war. Dem hat man dann auch eine Ordnung gegeben, übrigens, ne? Und die mussten dann auch entsprechend Abgaben leisten und so weiter. Also man hat selbst versucht, diesen Bereich zu regulieren, eben auch gerade in dieser Zeit interessanterweise. Aber das sei nochmal betont, ne, dass das Rechtssystem, dass es jetzt nicht darum wirklich, also in unserem dann im aufgeklärten Sinne darum geht, hat die Person das wirklich gemacht oder sie es nicht gemacht, sondern es sollte die Ordnung wiederhergestellt werden, die eben durch die Hexe angeblich, wenn man diesem Konstrukt folgt, nur gestört war und indem man sie dann wieder diesem Naturhaften oder in dieses Naturhafte zurückbringt, ne, indem man sie wie auch immer auf bestialische Weise umbringt, hat man dann diese Ordnung wieder restituiert. Ich habe einen Western gestern gesehen und was hast du da gesehen? Ein Western, und da hat kam einer der Schurkenbande, der Anführer, in die Stadt und sagte, jemand hat meinen Bruder erschossen. Wir wissen nicht wer, liefert mir 2 eure Bürger aus, sonst brenne ich alles nieder. Ja, so. Ja. Das ist auch so. Das ist schon. Es ist was aus den Fugen geraten, ein Ordnungsprozess, nämlich dass niemand hier der Bande etwas tut. Und unabhängig davon, es war ja nicht mal sippenhaft, weil niemand aus der Stadt
der Täter war. Das wusste man auch. Aber die Ordnung wird dadurch wiederhergestellt, auf irgendeine Art und Weise, dass da zwei Leute halt unschuldig dann erschossen werden. Als Sündenböcke sozusagen. Bei einer Sippenhaft kann ich das immer noch verstehen. Das macht ja wirklich Sinn. Ohne Institutionen ist Sippenhaft eigentlich das Beste, was man machen kann, um Frieden herzustellen. Aber hier war es ja niemand aus der Sippe. So. Aber es scheint ein Gefühl zu geben bei Menschen, dass ein Gefühl von einer gestörten Ordnung, die durch Opfer wiederhergestellt werden kann. Das zieht sich aber auch, da gibt es in dem Buch von Michel Foucault, Überwachen und Strafen, das beginnt mit einer relativ detaillierten Beschreibung einer Hinrichtung. Und zwar einer Person, soweit ich mich erinnere, die den französischen König beleidigt hatte, also den Souverän, also das, was ja in diesem französischen Absolutismus die Macht verkörperte. Und die Strafe, die er dafür zu erleiden hatte, war, dass er von vier Pferden zerrissen werden sollte. Und eben genau, und auch da ist auch noch der Gedanke, dass es eben nicht darum geht, dass das eine Strafe ist, die irgendwie auch vielleicht sogar im modernen Sinne irgendwie resozialisieren soll. Das gut, es liegt irgendwie vielleicht auf der Hand. aber auch nicht unbedingt die Abschreckung, sondern im Prinzip die Rekonstruktion der Macht. Die wurde angegriffen, die wurde abgelehnt, der König wurde beleidigt und die musste symbolisch im Prinzip wieder hergestellt werden, indem sie die Macht darauf eine Antwort findet. Da gab es dann auch noch bei dieser Hinrichtung Komplikationen, dass die Pferde nicht genau zogen und der Henker in eine sehr problematische Lage kam, weil er dann mit einem Messer dann da hinterher musste und den Delinquenten anschneiden musste, damit die Pferde ihn zerreißen können, was für ihn sehr peinlich war. Aber das Interessante bei dieser Szene ist ja auch gewesen, dass die sind extra, also der lag da so halb zerrupft da und dann wussten sie nicht, gilt das jetzt schon oder gilt nicht? Und dann mussten die den Richter irgendwie aus dem Bett holen, während er da lag und dann verhandeln. Und dann hat der Richter gesagt, das schneidet das noch mit dem Messer nach. Also das ging alles juristisch sauber korrekt zu. Das ist auch, fand ich sehr beeindruckend. Das geht schon eben in die andere Richtung, dass da eben eine Performance geschaffen wird, die zeigt, wie der Staat sich eben des Körpers bemächtigt, seiner Untertanen, und diesen Körper auch beginnt zu formen. Aber ich glaube, diese Vorstellung der Wiederherstellung der Symmetrie, die ist ja sehr alt und reicht zurück eben zu dem Opferglauben. Im Grunde die christliche Religion basiert doch darauf. Es gibt Erbsünde und diese Erbsünde musste dann durch ein Opfer, das der Gottessohn erbringt, dann von uns genommen werden. Das ist ja die Kernaussage des Christentums. Und diese Vorstellung hat sich insgesamt lange Zeit noch gehalten, dass eben aber da würde ich sagen, das ist vielleicht auch nur Ausdruck einer noch früheren archaischen Opferdenkweise. Ja. Und hat nicht, glaube ich, beim Christentum begonnen. Nein, die ist ja schon ganz alt. Okay. Ja. Eben, die ist ja schon ganz alt. Und eben in bestimmten Zeiten dann stärker oder schwächer vertreten. Ne? Also dann in der klassischen Antike, was ich im Athen des 5. Jahrhunderts, des 4. Jahrhunderts, war das natürlich kein Rechtsprinzip mehr. Aber dann in späteren Zeiten durchaus ist es dann wieder zum Rechtsprinzip aufgestiegen, diese Form. Aber das ist schon kurios, dass es gab, also wir haben ja jetzt gehört, es gab da nicht so wahnsinnig viele, gemessen an allen möglichen mittelalterlichen Formen des Sterbens, wahnsinnig viele, aber dass da manche Dörfer bloß noch eine Frau am Ende hatten, da muss doch irgendwie, also die sind ja in Frankreich, glaube ich, sind ganze Landstriche ausgestorben, weil dann nur noch Männer waren, es gab keine Fortpflanzung mehr. Also habe ich mal in so einer Doku gesehen. Das ist schon kurios, dass man dann auch so in so einen Rausch verfällt.
in so einen Kollektivrausch. Und nicht, ich weiß nicht, ob das also, ein Rausch ist. Also das beschreibt ja Friedrich Spee ganz gut. Das ist eben dieses System, das man geschaffen hat, ne, das sich selbst erhält. Ach so, du meinst, das wäre das. Ja, du musst Weil das war in der Doku war das so als Rausch, als so Wahn. Es gibt ja so Kollektiv-Wahn auch Sachen. Und du würdest jetzt aber sagen, nein, das also im Einzelfall, aus dem kommt Einzelfall, man da nicht raus. Im Einzelfall weiß ich es nicht. Es kann sein, dass im Einzelfall so ein Rauschelement, aber was heißt schon Rausch, da nicht bestimmte Rolle spielt, aber was jedenfalls beobachtet wurde und kritisiert wurde an diesem Prozess, auch schon von Zeitgenossen, war, dass die sich ja ihre Delinquenten immer wieder neu erzeugen, indem sie eben hochpeinig Befragungen anstellen und dann die Folteropfer irgendwann mal Namen nennen, die halt auch angeblich Hexen sind. Und dann haben sie wieder neue Hexen. Also aus einer Hexe macht fünf Hexen. Und der Betrieb läuft auf diese Weise weiter. In kleineren Dörfern natürlich Pech. Irgendwann ist mal Ende und sind keine Hexen mehr da. Also so. Aber es ist, ne, also das wäre schon ein Grund. Und wie weit man das jetzt als Rausch, wie weit das jetzt unterfüttert ist von irgendeinem Rausch, weiß ich nicht. Aber jedenfalls das Rechtssystem damals gab diese, oder zumindest in einer bestimmten Interpretation, die ja von manchen abgelehnt wurde, gab das ganz einfach her, gab das institutionell her, so vorzugehen. Weil aber das, also wenn so gerade so ein kleines Dorf, das heißt ja mit jeder Hexe, die jemand anzeigt, so es wird ja berichtet, dass oft so Nachbarschaftsstreits und so darin mündeten, dass jemand sagt, du bist die Hexe und angezeigt hat, ist ja auch die Gefahr, dass man selbst dann einer der vier Mittäter sozusagen wird. Ne? Da frage ich mich, warum die sich dann trauen, jemanden anzuzeigen. Ich glaube, man darf das nicht übermäßig, also man darf da nicht so übermäßige Erwägungen zur Grundlage geben, dass solche Sachen als besonders planvoll und so weiter rein instrumentell angewandt wurden. Wenn es eine Tatsache in der Welt ist, dass es Hexen gibt, und wenn es eine Tatsache in der Welt ist, dass Hexen in einer gewissen Weise erkannt werden können, dann gibt es ja einen Grund für die Leute, die in dieser Welt leben, Menschen als Hexen zu bezeichnen. Ja, klar. Unabhängig von irgendwelchen, sage ich mal, taktischen, ökonomischen oder so, was auch immer, Erwägungen. Da brauchst du eben die Distanz einer Wissenschaft. Also schon dann des 17. Jahrhunderts bei Friedrich Spee, der das so aus der Distanz ganz genau rational aufdröseln kann, wie das als menschliche Handlung zu sehen und nicht eben, man hat das ja anders gesehen, man hat hier ja die Kräfte des Bösen, ne, des Teufels im Kampf mit den Kräften des Guten gesehen und hat wahrscheinlich die Institutionalisierung des Ganzen selbst dabei ja überhaupt nicht wahrgenommen. Zumindest nicht die Menschen von außen, die mit dieser Institution nicht beteiligt waren, aber vielleicht auch die Menschen, die in dieser Institution selbst drin standen. Das ist ja dann eben erst eine neue wissenschaftliche Betrachtungsweise, die erst ab einem bestimmten Zeitpunkt möglich war. Ja, dem System ist es halt herzlich egal, ob seine Bestandteile wissen, dass es existiert oder nicht. Kommt drauf an, manchmal hat es ja einen Vorteil. Und in dem Fall hat es einen Vorteil, wenn Friedrich Spee sagt, nee Leute, das ist Blödsinn, das sollten wir sein lassen. Weil das System aber sich dann die Leute nicht selbst dezimiert. Ne? Ich meinte jetzt auch System im nicht systemtheoretischen Sinne. Sondern wir müssen Mirko vorwarnen. Thomas ist ein Systemtheoretiker. Ich habe es, glaube ich, schon mitbekommen. Das, okay, das ist so eine ganz dubiose Clique in der Soziologie. Aber die vielleicht, ach so, oder hat noch jemand dazu was? Weil ich hatte hier eine kleine, feine Liste mit Gründen, warum das dann aufgehört hat, die ich euch vorstellen eine wollte. Frage, und zwar, immer, was, ja oder was nein. Interessant wird, ich weiß nicht, wie ich Buß gelesen habe, aber ich fand das einen sehr schönen Vergleich. Im Prinzip ist ja der Hexenwahn nichts anderes als eine große Verschwörungstheorie gewesen mit ähnlichen Strukturen und Funktionen, wie sie ja zum Beispiel, was ich in modernen Verschwörungstheorien, keine Ahnung, Chemtrail und Illuminatenverschwörung oder sowas ist. Du hast eine Gruppe von fiktiven Personen, die hinter allem Bösen stehen, was in der Welt passiert. Und die kann man, wenn man kundig ist, erkennen an verschiedenen Kennzeichen.
Und wenn du quasi versuchst, die Welt wieder in Ordnung zu bringen, musst du versuchen, gegen diese Gruppe vorzugehen. Die Kundigen werden das können. Und es ist ja interessant, dass das sich so wiederholende Strukturen zu sein scheinen, die vielleicht entweder den Menschen immanent sind oder sich auf irgendwelchen äußeren Faktoren hin immer wieder neu begründen. Das wäre auch nochmal interessant, wie weit sich das miteinander vergleichen lässt. Also die, das geht das, so in die Richtung, was Thomas gesagt hat, die das, Struktur. Das Problem bei Verschwörungstheorien ist ja, also die sind ja im Prinzip eine Form von Komplexitätsreduktion. Genau, ne? Ein unheimlich schwierigen Prozess, ganz schwierig oder kompliziert zu beschreiben. Prozess wird halt die Komplexität durch ein stringentes Erzählungsmuster oder das in der Lage ist, seine inneren Widersprüche halt zu verdecken, wird das aufgestellt. Aber es gibt dieses grundsätzliche Problem, warum ich diesen Begriff der Verschwörungstheorie auch gar nicht so gerne mag, ist, dass Verschwörungstheorie, er ist mir bis jetzt noch nie anders begegnet als ein politischer Kampfbegriff, mit dem die Gegner immer diffamiert werden. Ne? Also die Verschwörungstheorie, der hängen immer die anderen an. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Ne? Man mag sich noch halt so selbstironisch selbst als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, ne? weil man ja feststellt, dass das, was man glaubt, allgemein als Verschwörungstheorie bezeichnet wird. Ne? Also auch einem jemand, der an die Chemtrails glaubt, dem wird nicht entgehen, dass seine Theorie als Verschwörungstheorie bezeichnet wird. Ne? Mhm. Aber Verschwörungstheorien schon selbst auch. Ich meine, Hitler hat ja von der Weltverschwörung gesprochen. Also das ist ja schon, und guck dir mal die Rhetorik an, die haben doch lauter, also die sprechen ja selbst von der Verschwörung auch. Also ich weiß nicht, ob die es ablehnen würden, sich selbst als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen. Ich glaube schon, weil Verschwörungstheorie auch eindeutig negativ konnotiert ist, der Begriff. Ja, aber ich glaube bei anderen, die finden ja gerade, die meinen ja gerade, dass eine Verschwörung durchaus besteht. Ja. Also aber ich würde vermuten, dass auch Sie nicht den Begriff Verschwörungstheorie nehmen würden, weil Verschwörungstheorie immer schon beinhaltet, dass die Theorie falsch ist, sondern sie würden ihre Theorie, klar, es ist die Theorie, dass eine Verschwörung existiert. Sie würden es gar nicht als Theorie eben klassifizieren. Genau, das ist Wirklichkeit. Sagen, das ist die Realität. Ist und also ich habe eigentlich nichts gegen Begriffe, die eben auch einigermaßen scharf bestimmbar sind, wie es ja Verschwörungstheorie ist. Ich kann von einer Theorie leicht sagen, hat das jetzt die Struktur der Verschwörungstheorie oder nicht? Also es ist ja jetzt nicht nur ein reines, waberhaftes, rhetorisches Konstrukt, sondern da gibt es ja durchaus Merkmale und scharfe Trennlinien. Also da hätte ich jetzt gegen den Begriff eigentlich nichts einzuwenden, auch wenn er dann verwendet wird, klar, in der politischen Auseinandersetzung, aber meist wird er eigentlich richtig verwendet. Also es wird keiner, der jetzt komplexe ökonomische Prozesse als Urheber bestimmter Wirkungen ansieht, wird jetzt von einem anderen als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Also das vielleicht als kleine Randnotiz. Luc Boltanski, glaube ich. Ja, Luc Boltanski, ich habe das Buch sogar hier, müsst ihr nachgucken, hat alle Soziologen als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, weil sie sonst ihren Job nicht machen könnten. Was hat er dann in vielen Seiten ausgewälzt? Die klassischen Detektiven Sherlock Holmes und Dupont von Edgar Allan Poe und die, die müssen also es ist wohl so, das sagt Dupont auch in einer der Kriminalgeschichten von Edgar Allan Poe, er sagt ja, er ist unfähig zur Routinearbeit der Polizei, denn die Polizei löst über 80% der Fälle, wenn da einer liegt und ein Toter liegt da und drüber sitzt ein Mann, blutverschmiert, mit Messer in der Hand. So, dann ist das in 99% der Fällen ist das halt der Täter. So, aber der Detektiv, Dupont, der sieht halt nicht sofort, dass das der Täter ist, sondern der denkt sich dann irgendwelche absurden Sachen aus, mit denen er dann aber 2% der unlösbaren Rätsel
löst. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheorie-Gegner, wenn man das mal so nennen will, ne, eigentlich als Duo arbeiten müssten, um wirklich dann die 100% aufzuklären. Weil du eben, wenn du ein Verschwörungstheoretiker bist, klärst du halt 90% der Fälle, liegst du halt daneben. Aber irgendwann kommt der 1%, wo du richtig liegst. Und den sehen halt die anderen nicht. Und deshalb bin ich für eine Zusammenarbeit. Und also nur wegen der Soziologie, weil die auch überall das große Netzwerk dahinter sehen. Ne? Also er sagt, Soziologen können nicht arbeiten, wenn sie nicht Verschwörungstheoretiker sind. Das naja, ist nur das so ist, am Rand. Das ist ja halt, das ist ja schon in seiner Struktur irgendwie merkwürdig, mhm. denn als Soziologe lehnst du ja ab, dass da irgendwelche Gruppen irgendwo sitzen und irgendwas entscheiden, sondern genau. ja, ich habe das ja, gehst ich hab ja von unpersonalen Strukturen aus, die mhm. halt einfach. Also du hältst es für abwegig, jetzt muss ich, nee, ich habe das Buch nicht hier, es ist schon im Keller. Ja, da gehört es dann auch nicht. Okay. Aber um darauf zurückzukommen, ich finde das interessant, dass du es dir sagst, weil wenn du, mittlerweile ist, wenn du das medienbeherrschende Thema jetzt für die Zeit, in der wir jetzt uns gerade bewegen, also ich rede hier von nicht von Epochen, sondern von für Monate, Monatszeiträumen, ist ja das beherrschende Thema, sind ja die geflüchteten Menschen. Und da sind natürlich dann auch halt genau solche Erzählungen auch wieder unterwegs, dass das ja eine Entvölkerung Deutschlands bedeutet, so na, die da vorangetrieben wird oder auch von verschiedenen politischen Parteien betrieben wird, indem die deutsche Bevölkerung ausgetauscht werden soll durch die viel vermehrungsfreudigeren geflüchteten Menschen, die denn da kommen. Und da passt, und es gibt auch andere Phänomene in diesem Rahmen, worüber wir gesprochen haben, so diese Selbstvergewisserung der Gesellschaft, ne, wenn wir ist schon ein paar Jahre her an diese Einbürgerungstests denken, die in der Art waren, dass also da wurde ein Idealbild, also im Prinzip haben da diese Leute, die diesen Test entworfen haben, haben da ein Bild entworfen, wie der Deutsche oder die Deutsche ist oder zu sein hat, dem niemand entspricht, und hat das dann gegen die Teilnehmer gehalten, die dann integriert werden sollten oder eben nicht. Da gibt's und hat festgestellt, dass die diesem Bild nicht entsprechen. So, ne? Und damit hat man sich selber bestätigt, weil die kamen ja per juristischer Definition, kommen sie ja von außen. So, ne? Weil der Staat ja mittlerweile, weil ja jetzt die Ordnung, auf die sich bezogen wird, vordergründig ist ja jetzt eben nicht mehr so eine göttliche Ordnung, die mit Normen und Tugenden und wie auch immer arbeitet, sondern die auf Staatsangehörigkeiten und dann halt also vor allen Dingen juristisch und völkerrechtlich geregelten Sachen basiert, ne? Wo denn darüber sowas, so ein Außensinn auch mal konstruiert wird und dann entsprechend dann halt durch so ein Ausbürgerungstest oder auch das Vokabular von Flüchtling und Wirtschaftsflüchtling kann, glaube ich, auch in diese Reihe gestellt werden. Da gibt es einen ganz auch klugen, aber auch sehr unterhaltsamen Film, Die Schweizer Macher, wo das thematisiert wird. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Ich glaube, in den 80er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, eine Schweizer Produktion. Da geht es eben um solche Beamten der Einwanderungsbehörde, die dann Kandidaten, also damals war noch nicht von den flüchtenden Menschen der heutigen Zeit die Rede. Aber es ging eben dann um Einzelfälle, die da untersucht werden, ob sie eben Schweizer sein dürfen. Ne? Also, und das war natürlich ganz unterhaltsam. Eine Komödie, also sei empfohlen, Die Schweizer Macher das. Aber jetzt, wenn wir gerade bei der Einbürgerung sind, ich würde schon gerne einen Bogen schlagen zur heutigen Zeit. Wir haben ja die Hexen heute eingebürgert. Das muss man ja so sagen. Ja. Ohne Einbürgerungstest. Ja. Und zwar so seit den 60er Jahren. Das ist ja ganz interessant, wie. Wie meinst du das eingebürgert? Naja, dass Hexe ja heute kein Schimpfwort mehr ist, dass ja Frauen sich selbst ganz stolz als Hexen bezeichnen können, oder? Also, wenn ich morgen früh meine Nachbarin und ich sag,
Guten Tag, Sie Hexer. Dann haben wir den Test. Wenn du das zärtlich sagst. Und, nein, aber ich bin ja mit einem ganz anderen Hexen. Das ist ja interessant. Ihr vielleicht auch, ich weiß nicht, aber ich jedenfalls bin aufgewachsen mit einem ganz anderen Hexenbild. Also gerade eben nicht mit der alten, verknöcherten Außenseiterin, die sich zurückzieht, die angefeindet wird, sondern eben gerade mit eher jungen, attraktiven Frauen, die selbst ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Also ganz im Gegensatz zu dem, was auch Simone de Beauvoir sagt, die hat ja ihr Werk Ende der 40er Jahre geschrieben, da war das wahrscheinlich noch nicht so. Die sagt ja, das Charakteristikum dieser Hexe oder auch überhaupt dieser Frauenfigur oder dieser Magie ist, dass hier eine Kraft entfaltet wird ohne eigene Aktivität. Nur ist ein ganz der Unterschied zwischen Hexe und Held. Ne? Der Held, der kämpft und agiert sich körperlich aus, während die Hexe ganz still steht und einen Zauberspruch spricht. Das ist ja was sehr Passives. Also da wird so eine eben die weibliche Passivität auch thematisiert. Das ändert sich aber. Also ich denke da an die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Das war mein Lieblingsbuch als Kind. Und die ist ja absolut revolutionär. Habt ihr die gelesen? Also das ist das revolutionärste Kinderbuch überhaupt. Es ist nur so lange her, dass ich es nicht mehr weiß, ja, nein, mich nicht mehr an den Inhalt erinnert. Ja, also ich weiß noch, dass ich es gelesen habe. Die ist ja eine junge Hexe, ich glaube 172 Jahre oder so. Nee, 127 Jahre ist die alt. Ich habe es hier liegen, auch das Buch. Die wird da geprüft, also wird da so einem Regime unterworfen, besteht aber die Prüfung eigentlich hervorragend, was jetzt ihre Hexenkenntnisse betrifft, aber sie fällt durch, weil sie Gutes tut mit ihren Hexenfähigkeiten. Und das möchten diese bösen alten Hexen nicht. Das sind dann die bösen alten Hexen. Und sie, aufgrund ihrer geistigen Überlegenheit, weil sie wirklich eine gute Hexe ist und das Hexenbuch sehr genau studiert hat, am Ende, also ich hoffe, ich spoilere nicht, aber ich glaube, die meisten haben das früher schon mal gelesen, das Buch, dann schafft sie es tatsächlich, den anderen Hexen ihre Besen und ihre Hexenbücher abzuhexen und macht daraus ein riesen Walpurgisnacht Feuer, um dass sie dann selbst allein als einzige Hexe, die noch existiert, herumtanzt und dann Heia Walpurgisnacht ruft, also zusammen mit ihrem Raben, Abraxas natürlich. Also das fand ich immer unglaublich gut und ich habe es vor kurzem auch wirklich mal wieder gelesen, weil meine Eltern gestorben sind und ich das Buch jetzt auch wieder gefunden habe im Nachlass meiner Eltern. Also es ist ein ganz hervorragendes, ganz reizendes Buch und auch ganz hervorragend gezeichnet. Aber das ist eher so mein Hexenbild oder Gundelgaukelei. Aber da sagst du was, da erinnerst du mich an das Mädchen auf dem Besenstiel. Ich habe es nochmal nachgesucht. Ja? Das ist aus meiner, also ich erinnere mich, dass ich als Kind so eine tschechische Serie und da gibt es auch eine jugendliche Hexe, die auf die Hexenschule geht. Vielleicht haben die da deine Hexe als Vorbild genommen. Ja, ich kann sagen, also das ist ja ein ganz berühmtes Buch, einer wahrscheinlich der überhaupt berühmtesten Kinderbücher in viele Sprachen. Okay, übersetzt. Gut, dann bin ich auch mit solchen Hexen aufgewachsen. Ja. Aber ich kenne auch noch die Hexe Baba Yaga. Und aber mit solchen Hexenfiguren auch. Jetzt wollte ich nur noch erwähnen. Ja. Aber auch Grund ja ist das so. Nicht? Also wir haben das ja auch bei was ich ist ja auch von Ottfried Preußler, glaube ich, eine Krabat. Also diese Versuch, diese Umdeutung von der negativen Hexengestalt oder Hexergestalt in dem Fall ja auch zu einem positiv besetzten, was ja dann irgendwo in Harry Potter dann am Schluss mal endet, diese Zauberei eben nicht mehr als etwas Negatives angesehen wird, sondern eben positiv besetzt wird. Und das geht ja dann ein bisschen, ich glaube, da hat es, ich weiß nicht, was vorhin gesagt hat, dieses moderne Hexenbild, das ja dann diese, selbst mittlerweile schon als anerkannte Religion existiert, diese Wiccaner oder Wicca-Hexen, die dann versuchen, dieses Hexenbild aus der frühen Neuzeit in einen modernen Begriff umzuwandeln. Also mit, weiß ich, Hinwendung zur Natur und Hexerei eben als einen positiv besetzten weiße Magie quasi ansehen. Also da haben wir eine komplette neue Umdeutung von der eigentlich äußerst negativ besetzten Gestalt, die eigentlich ja die Unordnung bringt, bis hin zu einer Hexe, die eigentlich ja versucht, gerade das Gegenteil zu tun, nämlich quasi die Ordnung der Welt auf ihre Weise wiederherzustellen.
Ich glaube, es ist eine. Das ist auch das, eine diese die Deutung kommt doch, also die alte Deutung, die war ja mehr von außen. Du bist eine Hexe und hier kommt sie ja mehr von innen. Also die sind, da muss man vielleicht kurz erwähnen, Sebastian Bartoszek, der hat auch in dieser Reihe ein Interview mit einer echten Hexe geführt. Genau, da dachte ich auch gerade dran. Und entweder kam das schon vor unserer Ausstrahlung hier oder es kommt noch. Ja, also das ist auch eine interessante Sache. Da interviewte er eine aktiv amtierende Hexe. Er hat das schon vorher, glaube ich, mal eine interviewt. Im Bartocast kommt das mal vor. Ich glaube, das hat er geschickt hier für diese für die Reihe. Auch. Ja, genau. Er hat, glaube ich, auch nochmal in seiner Buchreihe Gedankenwelten steht es auch nochmal drin. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob in der aktuellen oder in der kommenden Ausgabe, da war auch nochmal eine Hexe, die er interviewt hat. Also moderne Hexe. Ja, das ist vielleicht auch ganz interessant, dann mal die Binnenperspektive zu sehen. Wobei die sie wahrscheinlich nicht so offensiv das machen würden, wenn wir im Spätmittelalter. Wobei, es gab auch natürlich Hexen, die sich, also es gab Frauen, die sich selbst als Hexen verstanden haben. Auch Männer, die sich tatsächlich auch dazu bekannten, das dann zum Teil auch in Zeiten glücklicherweise getan haben, wo sie dann auch nicht ernst genommen worden sind und dann auch dann keine größeren Repressalien zu fürchten hatten. Aber es gab natürlich auch welche, die sich selbst als Hexe sahen und dann auch verbrannt worden sind. Das gab es durchaus auch. Also nicht alles unschuldig, also unschuldig waren sie alle, aber nicht alle quasi mit einem Hexenbegriff, dass der ihnen oktroyiert worden ist, sondern manche hatten sich tatsächlich auch in irgendeiner Weise, sei es aus Wahnhaftigkeit, sei es aus anderen Gründen, sich aber selber mit diesem Begriff assoziiert. Aber kam doch sehr recht selten vor. Also ich glaube, es ist wesentlich, ist ja die öffentliche Wahrnehmung, ne? Das Narrativ, und das hat sich eben dann schon geändert, eben von einer Hexe, so à la Baba Yaga, die eben hässlich ist und alt ist und böse ist, hin zu einer Darstellung in den Medien, Film, TV-Serie vor allem in den 60ern, ja ganz wichtig, ne, aufkommendes Fernsehen, also das neue Medium, mit auch guten Serien damals noch, und eine ist ja ganz berühmt auch, Verliebt in eine Hexe, ne, von Mitte der 60er Jahre an, wo du eben, wo diese Hexenfähigkeiten eben dann nicht mehr so als Bedrohung angesehen werden, zum Teil auch noch, aber vor allem umgedeutet werden zu einer Empowerment-Erzählung, Empowerment der Frau. Also es ist natürlich bei diesen frühen Serien noch nicht ganz realisiert, da ist das immer problematisch, inwiefern die Frau dann in der Familie, in so ein normales mittelständisches US-amerikanisches Familienidyll sich dann doch noch als Hexe integrieren lässt und dann vielleicht auch das Kind, das ja dann auch hexen kann. Da gibt es dann immer so Ausbruchsversuche und der Mann kann damit oft nicht umgehen, zumindest der Mann, der verkörpert wurde von dem ersten Schauspieler, ich weiß nicht, wie der heißt in der Serie, ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, aber auch so eine Serie aus meiner Kindheit, die ich auch ganz faszinierend fand. Da merkt man aber schon, die Hexe hat eben diese Kraft, eigentlich hat sie diese Kraft, die im Hintergrund steht, dass sie ausbrechen könnte aus diesem mittelständischen Idyll und dass sie tatsächlich aufgrund ihrer Kräfte ja ein großer Global Player sein könnte. Also ich kann ja dann, ist ja, und dann sind auch so Gefahren vielleicht, die von außen eintreten. Und das wird dann auch sehr schön thematisch in dem ersten Film, glaube ich, der die Hexe so zeigt. Auch ein ganz wunderbarer Film. Meine Frau, die Hexe, kennt ihr das? I Married a Witch von 1942. Nee. Von René Clair mit der wunderbaren Veronica Lake als Hexe. Also kann ich euch auch wirklich ganz ans Herz legen. Auch eben, das ist so eine Vorwegnahme im Grunde der TV-Serie, die es dann in den 60er Jahren gab, die dieses Thema aufgegriffen hat. Wo das dann eben schon vorkommt, wo man aber merkt, ja, die Hexe ist dann doch eine Frau, die eben diese Rolle, die eigentlich zugedacht ist, nach zumindest traditionellen Vorstellungen von Familie und Rollenaufteilung, sich mit dieser Rolle nicht mehr zufrieden gibt und jetzt sie dabei ist, diese Rolle zu transzendieren.
Ja, da schließt sich auch ein Kreis, nicht? Also wir hatten ja ganz am Anfang davon geredet, dass gerade man bei den Hexen offenbar versucht hat, die überbordende Sexualität von Frauen zu versuchen zu bekämpfen, während sich dann im Zuge der Emanzipation genau dieses Frauenbild ja auch geändert hat, Gott sei Dank. Und dann jetzt dann auch in auch sich dieser Hexenbegriff sich zeitgleich geändert hat. Das kann ja kein Zufall sein. Ja. Ich will mal eine Erklärung versuchen. Und zwar, wir können ja seit einigen Jahrzehnten halt dieses Phänomen der Säkularisierung feststellen, dass also diese, wenn man so will, und dass diese, also das religiöse Dinge in die Sphäre des Privaten immer weiter verlagert werden. Es gibt ja die These der dass die Gesellschaft immer weniger religiös wird, der wahrscheinlich einfach widersprochen werden muss, sondern dass das einfach ein Phänomen ist, dass religiöse Dinge in die Privatsphäre verlagert werden und dementsprechend auch einen gewissen Gestaltungsfreiraum erfahren, wo sich denn Menschen eben auch als Hexen bezeichnen können. Und wenn wir uns anschauen, wir leben halt in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft, wohingegen diese Hexenprozesse, wenn man so will, ja noch unter dem Regime einer sehr hierarchisierten, wo im Prinzip das religiöse System auch viel Deutung einfach in allen Bereichen vorgenommen hat, dass diese Rolle einfach nicht mehr erfüllt und die Bezeichnung, diese religiösen Zuschreibungen und Selbstbezeichnungen einfach die juristische Rolle in einer ausdifferenzierten Gesellschaft nicht mehr spielen können, weil das Seelenheil für juristische Termini einfach keine Rolle mehr spielt. Ne? Die göttliche Ordnung ist kein juristischer Terminus mehr. Da würde Charles Taylor wieder mal widersprechen. Also der hat den anderen Säkularisationsbegriff, der sagt, das mag vielleicht sein, obwohl man das ja sehr stark anzweifeln kann. Ich meine, guck dir die USA an. In Deutschland trifft das wahrscheinlich zu, dass die Religion aus dem öffentlichen Raum verschwindet. In den USA trifft das überhaupt nicht zu. Da scheinen sie wieder Boden zu gewinnen und auch den Anspruch zu erheben in der Öffentlichkeit zu wirken. Ich meine, guck dir auch die Präsidentschaftskandidaten an, der Republikaner, die da unterwegs sind. Na gut, ja klar, aber das ist ja erstmal, aber trotzdem unter den Bedingungen einer Säkularisierung. Aber der Punkt, das ist eben nicht die Säkularisierung, eben deshalb, dass sie aus dem öffentlichen Bereich verschwinden, sondern nach Charles Taylor. Ja, klar, nee, das ist nicht die Säkularisierung, klar. Eben, das kann nicht sein. Nach Charles Taylor ist es, dass wir eine Distanz einnehmen zu unseren religiösen Grundeinstellungen, die eben die Form hat, ich könnte auch, und es ist auch möglich, ne, eine andere Religion zu wählen grundsätzlich. Und ich kenne auch Leute, die das tun. Das ist nicht völlig außerhalb meines Horizonts. Und ich kann mich vielleicht auch entscheiden unter bestimmten Dingen. Das würden natürlich dann jeweils fundamentalistische Christen leugnen, die aber ja nicht säkularisiert sind. Aber das ist eigentlich der Kern nach Charles Taylor dieser Säkularisation, dass wir eben eine Distanz zu unserer eigenen weltanschaulichen Bindung und insbesondere eben zu unserer Religion entwickelt haben und auch vielleicht die Religionen wechseln oder so eine Patchwork-Religion dann wählen. Nee, also ja, was ich nämlich sagen wollte, ja klar, das ist ja das Bild der funktional differenzierten Gesellschaft, den wir finden, wo halt nicht mehr ein Ordnungssystem die anderen Systeme strukturiert. Diese Privatheit der Religion beinhaltet ja auch, dass sie in Gemeinden praktiziert werden kann, bloß dass, weil wenn es einfach zur Religion gehört, dass sie eine Gruppenveranstaltung ist, dann ist das ein Teil der Religion, aber dass das Verschwinden der Religion aus der Öffentlichkeit eben nicht die Deutung ist, dass die Religion verschwunden wäre, sondern sie kann halt auch in diesem Zuge unsichtbar werden. Ja, aber nicht aus der Öffentlichkeit. Aus der Öffentlichkeit ist sie nicht verschwunden. Sie ist aus den Institutionen verschwunden. Nee, sie kann aus der Öffentlichkeit verschwinden. Aber ist sie nicht. Und wird ja auch,
wird sie auch nicht und will sie ja auch nicht. Ne? Also das ist ja dann nicht das Selbstverständnis der Religion, sondern die wollen ja sich zu Wort melden und die wollen ja was in ihrem Sinne bewegen. Das machen nur sehr spezifische Religionen. Ne? Also das ist halt nicht ein Wesen von Religion. Also es gibt halt auch viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen würden und eben keine Bindung mehr an die christliche Kirche haben. Ja, es geht jetzt um die Theorie. Ne? Also du kannst die öffentliche Präsenz nicht als eine verschwindende öffentliche Präsenz nicht als Kriterium der Säkularisierung anlegen oder eben als Merkmal der Säkularisierung. Also das wollte ich sagen. Also das wollte ich auch gar nicht behaupten. Grund, aber das ist halt wirklich diese Distanz, die selbst religiöse Menschen gegenüber ihrer eigenen Religion einnehmen. Genau, Taylor spricht von distanziert. Das wäre die psychologische Deutung, genau. Und ich würde aber trotzdem, weil wir ja die Uhr rast und wir müssen ja alle zum irgendwie Hexensabbat gleich. Stimmt, ja. Mein Besen ist nicht poliert. René muss zeitlich ins Bett. Hätte ich zwei kurze Punkte. Der erste ist, dass das hier für uns ja gilt. Ich habe mal nachgelesen, im großen Afrika, das klingt immer so doof, in Afrika. Das ist eine sehr ungenaue Bezeichnung einfach. Aber Südafrika und Kamerun, da ist ja Hexerei noch politisch aktiv. Also da legitimiert sich auch eine Regierung, wie sie mit Hexerei umgeht. Und da wird auch Hexerei für die Erklärung zum Beispiel von Arbeitslosigkeit verwendet und so. Und was ich sehr, sehr interessant fand, also als Ursache sieht man da das Christentum, das irgendwann dort kolonialisiert hat, ne? Und die alten Kulte als Teufelswerk verschrien hat. Und das hat sich bis heute fortgepflanzt. Aber zum Beispiel in Kamerun, Leute aus Dörfern kommen in die Stadt und machen da ihr Glück und meistens kommen in die Stadt, machen ihr Glück. Das gibt's tatsächlich dort auch. Und die haben dann aufgrund dieser Funktion, die ich am Anfang angesprochen habe, Angst, den Neid in den Dörfern, wenn sie dort zurückkämen, den Neid bei den Dörflern auszulösen und dadurch auszulösen, dass die Hexen beauftragen, sie zu verhexen. Und da gehen die nicht in die Dörfer zurück. Und dadurch gibt's einen Bruch zwischen Land und Stadt und das Land wird, also die Landflächen und Dörfer, die werden total abgehangen, weil die Elite quasi, obwohl sie es wollen würde, nicht mehr zurückgeht. Die haben halt Schiss, dass der Fakt wäre. Also solche politischen, auch demografischen Auswirkungen hat das noch. Das fand ich ganz interessant. Und auch, dass dort die in Kamerun politische Elite der Hexerei verdächtigt wird, weil sie halt so weit nach oben gekommen sind. Das kann ja nur mit Hexerei zu. Und die wiederum haben Angst vor der Hexerei in den Dörfern. Also das ist, fand ich sehr interessant. Und der zweite Punkt, der vielleicht auch eine Art Hausaufgabe für Hörerinnen und Hörer draußen sein könnte. Wir haben ja dass es Hexerei schon ganz, ganz, ganz lange strukturell, funktional für die Gesellschaft gab. Und das haben wir dann jetzt, sind wir da durch die Geschichte gegangen und haben gesehen, dass sich das auch wandelt, auch medial wandelt. Und die Frage wäre jetzt, gibt es einen Ersatz für das, was Hexen einmal für die Gesellschaft an Funktionalität waren? Gibt es dafür einen Ersatz, meinetwegen einen Sündenbock-Ersatz oder so? Ja, findet man wahrscheinlich. Aber oder sind Hexen Wesensart, eine Sozialität, die irgendwann begonnen hat und jetzt quasi ausläuft in mediale Geschichten und so weiter, die aber nicht mehr diese gesellschaftlich Relevanz haben? Oder haben wir noch die Funktion von Hexen nur mit einem anderen Namen? So, das als Hausaufgabe quasi. Als Hausaufgabe? Zeug jemand verstanden hat, was ich jetzt... was hast du gesagt? Darf ich jetzt nicht darauf antworten? Ach so, ja, das muss Thomas bestimmen. Der ist doch hier, der Hexenobermeister. Ist ja eine schöne Frage. Ja, gut, genau, das ist dann die Aufgabe. Das können wir einfach mal offen lassen. Also ich will nur noch ein Wort will ich noch sagen, einen Namen, nämlich Kirke möchte ich noch erwähnen, die
ja in der Odyssee auch eine sehr interessante Hexe ist und die stimmt. die Männer ja. in Tiere verwandelt, was ja auch in ganz Schweine, faszinierend ist. Was ja auch sehr interessant. In Schweine. Ja, nee, ich glaube gar nicht mehr nur in Schweine. Aufgegriffen dann von den Ärzten in einer Ballade. Es geht ja um Hexerei eigentlich in dem Lied. Jetzt verstehe ich das erst. Da schließen sich ganz viele Kreise heute hier. Gut, ich glaube, wir haben ein paar Kreise abgeschlossen, ein paar haben wir nicht abgeschlossen und ein paar von den abgeschlossen sind vielleicht an anderer Stelle denn wieder offen geworden. Und ich möchte einfach mal, weil wir jetzt am Ende bei der Religion auch noch gelandet sind, die Bibel zu Wort kommen lassen, was die denn von der Hexe sagt. Und zwar steht in Exodus 22, 17, eine Hexe sollst du dich am Leben lassen. Ja, dann haben wir doch ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, das ist keine Handlungsanleitung. Tschüss. Bleib alle am Leben. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Tschüss. Zweite Hausaufgabe.